Ja, weißt du Jetzt doch. geht's live, so. Wo ist denn eigentlich der Stream? Muss ich den mal angucken? YouTube Online Event. Ist überhaupt jemand? Hallo. Ja, gut. Ah, Michael. Hi. Hi, Michael. Okay. Ja. Ich würde immer, ich kündige jetzt mal an. Also, heute haben wir den Johannes Unterstein da, ein Juck-Urgestein. Also, es gibt die Juck eigentlich nur wieder in diesem Format, wie es gibt, weil Johannes mich mal vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas angehalten hat, wir müssten sowas mal machen. Deswegen freue ich mich insbesondere, dass er heute auch wieder mal da ist und sowas über Site Reliability Engineering at Neo4j Aura erzählen möchte. Mir sagt das gar nichts. Ich hoffe, er kann mich da so ein bisschen erleuchten und euch auch. Wenn die Qualität nicht stimmt von dem Stream, sagt mir einfach Bescheid. Ich versuche das dann zu tunen. Fragen könnt ihr gerne entweder in den Chat stellen oder, wie ich es in den Chat schon geschrieben habe, gibt es ein Google Meet, was Johannes uns bereitgestellt hat, wo ihr einfach reinkommen könnt. Ja, was ihr daran bedenken müsst, ist halt, dass der Stream wird für immer auf YouTube verewigt sein und somit auch eure Gesichter und eure Stimmen. Also wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann einfach die Fragen in den Chat schreiben. Ich werde Johannes dann einfach unterbrechen. Ansonsten darf das jeder, der jetzt gejoint hat. Und ich hole mir jetzt ein Bier und viel Spaß, Johannes. Danke. Der Grund, warum du wohl deine Kamera ausgeschaltet hast, ist wohl, dass wir auf YouTube streamen, richtig? Ah, da ist er. Hallo, ja, ich habe mir auch schon einen wunderschönen Tee in meiner Weihnachtstasse mitgebracht. Ja, schade, dass wir uns heute nicht persönlich treffen können, um über Site Reliability Engineering zu sprechen. Man kann das Problem mit der Aussprache auch umgehen, indem man einfach SRE sagt. Was willst du denn damit sagen, dass meine Aussprache nicht so gut war? Nein, das habe ich gar nicht gesagt, aber ich sage nur, dass Reliability Engineering halt ein relativ zungenbrecherisches Wort ist. Und wenn man einfach SRE sagt, ist es A kürzer und B nimmt ihm das auch keiner krumm. So, aber genau, darüber wollen wir reden. Was ist das eigentlich genau? Und wie machen wir das eigentlich bei Neo4j Aura? Aura ist unser Database as a Service Offering. Aber da sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer drüber. So, ja, mein Name ist Johannes. Ich komme aus Kassel, ich bin sogar gerade in Kassel. Ich arbeite für Neo4j und ich arbeite seit über 3 Jahren bei Neo4j und bin für das Aura-Projekt, habe ich dort angefangen quasi, also immer diesen Database-as-a-Service-Projekt dran gearbeitet. Und wenn ihr Lust habt, euch das anzugucken, könnt ihr auf neo4j.io gehen oder neo4j.com/aura, da kriegt ihr dann das ganze Marketing-Paket, was wir zu dem Thema halt so zur Verfügung stellen. Shiny Stickers? Was? Ja, wir haben wunderschöne Sticker. Ah, cool. Da muss man wieder bei dir kommen. Aber fangen wir vorne an. So, Neo4what? Was ist das eigentlich? Neo4j ist eine Graph-Datenbank. Es gibt immer noch Leute, die nicht von diesem wunderschönen Produkt gehört haben. Und das besagt einfach nur, dass wir Daten einfach ein bisschen anders speichern, als man das jetzt von einer relationalen Datenbank zum Beispiel gewöhnt ist. Also bei einer Graph-Datenbank stehen Entitäten und Relationen zwischen Entitäten halt im Vordergrund der Datenspeicherung. Und also ein paar Muster-Use-Cases würde ich gerne einmal durchkauen. Ich verspreche, es dauert nicht lange. Aber es motiviert, warum wir eigentlich Aura gebaut haben. Zum Beispiel die Panama Papers.
Bei den Panama Papers war das so gewesen, dass also eine Rechtsanwaltskanzlei auf den Panama-Inseln, die wurde geleakt. Und jetzt muss man wissen, dass in Panama das Einkommensteuerrecht quasi nicht vorhanden ist. Und deswegen ist es halt eine sehr attraktive Location, um halt quasi sein Einkommen durchzuschleusen. So, das Problem war, diese Kanzlei hat 11,5 Millionen Dokumente verloren, also E-Mails, Dokumente, Bankstatements und all so ein Kram. Und das sind halt 2,5 Terabyte an Rohdaten gewesen. So, das wurde an eine Versammlung von Journalisten gegeben. Und die haben das gemacht, was jeder Journalist üblicherweise machen würde. Die haben das in Excel reingesteckt. Das hatte jetzt so ein paar Nachteile. Sie haben dann schnell gemerkt, dass Excel nicht das Tool der Wahl ist und haben das halt in eine relationale Datenbank reingepackt. Aber auch da hatten sie Probleme. Weil sie wollten nämlich rausfinden, welche Leute Geld über Panama schleusen, um Steuern zu sparen. Und sie haben halt angefangen, Muster in diesen Daten zu suchen. Sie haben halt angefangen zu suchen, na, gibt es denn irgendeine Person, die halt irgendwie Bankkonto hat bei einer Bank in Panama. So. Also wie gesagt, alles noch im relationalen Bereich, ne, kann man ja gut modellieren. Da haben sie aber nichts gefunden. Oder jetzt nicht viele Sachen. Man muss sich vorstellen, die Leute, die jetzt Millionen über Millionen von Steuern hinterziehen wollen, die sind bestimmt smarter, als es so offensichtlich zu machen. Der nächste Schritt in dieser Investigation war, dass sie ein weiteres Muster gefunden haben. Sie haben nämlich gefunden, so eine Person, die wohnt halt an einer Adresse und an dieser Adresse wohnt halt zufälligerweise noch eine andere Person. Und diese andere Person, ja, die ist auf einmal Geschäftsführer von der Firma und diese Firma, die hat halt das Bankkonto bei einer Bank in Panama halt. So, jetzt hatten wir 1, 2, 3, 4, 7 Entitäten, die man dort miteinander unter einen Hut bringt, um dieses Muster zu vervollständigen, und 6 Joins. Und das haben die wohl gemacht und das Join-Statement von dieser Datenbank sah wohl relativ umfangreich aus. Mit Neo war das sehr einfach, weil das genau das Datenmodell von Neo4j ist. Also wir haben Entitäten und wir haben Relationen. Und Relationen in dieser Graph-Datenbank sind halt wirklich First-Class-Citizens. Die kann man halt direkt ansprechen und auf denen halt auch direkt operieren. So. Ich bin aber, wie gesagt, nicht so der super Datenbank-Typ. Ich bin mehr so der Container-Typ. Da kommen wir aber gleich noch drauf. So. Das Coole hierbei jetzt aber ist, dass Neo unglaublich stark in dieser Mustererkennung ist. Und wenn man jetzt dieses Muster gefunden hat und das Cypher, also so heißt die Abfragesprache Neo4j, gefunden hat, dann kann man das halt auf alle Datensätze anwenden und dann relativ flott die Ergebnisse für dieses Pattern-Matching halt finden. So hat man halt diese ganzen Formel-1-Fahrer gefunden, die halt Steuern hinterzogen haben, diese ganzen russischen Zaren und halt auch die ganzen Fußballstars, die halt über Panama quasi ihre Scheinfirmen hatten, um da Geld rüber zu pumpen. Es gibt noch andere Use Cases. Es gibt Doktoren, also es gibt so einen Doktorverband, die ihre Patientendaten für Krebsheilung in Neo reinpumpen. Und das ist auch wieder so ein Mustererkennungsding, ne? Also die stecken da rein das Krankheitsbild von dem Krebs, den der Patient hat, die Medikamente, die er bekommen hat und die Vorgeschichte, die er bekommen hat und versuchen halt darauf schlaue Schlüsse zu geben, welche Medikamente dieser Patient oder welche Behandlung dieser Patient bekommen müsste, damit er halt seinen Krebs möglichst erfolgsversprechend geheilt bekommt. Oder die NASA, wie wir jetzt in den letzten Wochen in den Nachrichten verfolgt haben, die NASA hat auch Neo4j benutzt für das Mars-Projekt. Und was die gemacht haben, ist, dass die alle ihre Softwareprojekte, die die jemals gemacht haben, haben die halt aggregiert und in Neo reingesteckt, um sich so ein Knowledge Graph zu bauen und halt versucht herauszufinden, welche Projekte besonders gut gelaufen sind und was die für Kriterien hatten, was die erfolgreich gemacht haben. Und das Gleiche haben die dann auch für Source-Code-Bereiche und so Kram auch gemacht. Oh, cool. Das klingt echt spannend. Nice. Da gibt es Talks auf YouTube von Leuten, die wesentlich besser Bescheid wissen über das, was da eigentlich passiert ist. Aber mir geht es nicht so genau um die einzelnen Use Cases. Wir haben auch so ein paar Enterprise-Use Cases, also Betrugserkennung, Kreditkartenbetrug ist Paradebeispiel für eine Graph-Datenbank. Was da gemacht wird, ist immer, wenn halt eine neue Transaktion dazukommt, wird halt geguckt, ob diese neue Transaktion quasi ein Muster vervollständigt. Und wenn das so sein sollte, ein Betrugsmuster,
dann kriegt der die Person, die an dem Tresen arbeitet, halt so eine Nachricht, hey, hier Warnsignal, bitte prüf mal den Personalausweis oder sowas. So, das ist so ein Paradebeispiel. Oder Paketrouting im Transportbereich ist so ein Ding oder halt auch Travel-Routing ist so ein Bereich oder halt Graph-Based Search oder Graph-Based Recommendation, wo er gesagt hat, Kunden, die das gekauft haben, haben doch auch das gekauft, basierend auf den Graph an Dingen, die man so gekauft hat und die Freunde, die man so hat und so ein Kram. Also da gibt es ganz viele Use Cases, eher in diesem eher abgefahrenen Bereich wie Panama Paper und NASA und aber auch so in diesem Enterprise-Bereich. Aber was die alle, also die Frage ist natürlich, warum erzähle ich euch den ganzen Quatsch natürlich. Was alle diese Leute gemeinsam haben, ist, dass das nicht deren Kerngeschäft ist, eine Datenbank 24/7 Fehlertoleranz zu betreiben. Deren Kerngeschäft ist es, irgendwie Leute zum Mars zu bringen, euch Zeug vorzuschlagen, was ihr doch bitte zu kaufen habt, und irgendwelche Steuerbetrüger halt ausfindig zu machen. Ne? Das ist das Kerngeschäft von diesen Leuten. Dass sie dafür jetzt eine Datenbank brauchen, die mehr oder weniger hoch verfügbar ist, das ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Und was wir halt mit unserem Managed Service, Neo4j Aura, versuchen zu bauen, ist halt quasi, dass all diese Nutzer quasi diesen operativen Bereich und diese operative Bürde quasi auslagern an uns, von uns den Service kaufen und die sich halt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, nämlich das, was die eigentlich machen wollen. Ne? Und deswegen haben wir Managed Service gebaut. Ne? Also wenn ihr auf neo4j.io geht, könnt ihr euch einen Account machen, könnt ihr kommen gleich auf unser Free Offering zu sprechen, aber im besten Fall steckt ihr da eine Kreditkarte rein und sagt, ich hätte gerne ein Cluster, das ist so groß, das soll bei dem Cloud-Anbieter laufen und in der Region und wir sorgen dafür, dass ihr halt eine sehr, sehr hochverfügbare Datenbank habt und ein tolles Graph-Erlebnis. Aber fangen wir vorne an. Wir haben ein Free Offering. neo4j.com/free ist aktuell noch eine Early Access, die man sich da holen kann. Das Versprechen, was wir geben, ist, dass die Datenbank so lange frei bleibt, wie die User die benutzen. Also wenn da halt in einem bestimmten Zeitraum Transaktionen auf der Kiste eingehen, lassen wir die for free am Laufen. So, das ist kein Cluster, wie das, was wir uns gerade angucken, ist ein Single Instance. Aber unsere bisherigen Tests haben gezeigt, dass halt auch die Single Instance Datenbanken, die wir da for free quasi an alle Leute rausgeben, halt auch sehr, sehr gut performen und auch sehr verfügbar sind. Also wenn ihr möchtet, tragt euch da in die Waiting-Liste ein und kriegt über kurz oder lang, eher kurz als lang, eine freie Datenbank von uns zur Verfügung stellt. Okay, aber fangen wir wirklich vorne an. Unsere Teams, wie kommen wir eigentlich auf S3 zu sprechen? Wir haben in Aura haben wir drei Teams ungefähr. Wir haben einmal User-Facing Applications Team, das Orchestration Team und das S3 Team. Plus noch so ein bisschen Product Management und normales Management noch mal oben drauf, nicht? Aber im Endeffekt haben diese drei Teams eine relativ klare Verantwortung, was sie eigentlich machen. Das User-Facing Applications Team, die machen halt Webanwendungen. Die machen die Webanwendung, also alles das, was unsere Benutzer sehen. Die machen unsere Webanwendungen, die machen unsere CLIs und alles, was da um das User-Erlebnis drumherum gestrickt ist. Und dann gibt es das Orchestration Team, das ist das Team, wo ich der Tech-Lead für bin. Wir schreiben Code, wir schreiben einen Kubernetes-Operator, der die Datenbanken betreibt. Das heißt, dieses Team ist komplett verantwortlich für alles das, was innerhalb der Kubernetes-Cluster funktioniert und den Betrieb der Datenbanken sicherstellt. Und zum Schluss, die Grundlage von allen Teams, würde ich sagen, ist das S3-Team. Und das gucken wir uns ja heute genauer an. Und das Team ownt alles das, was die Infrastruktur betrifft, die Infrastrukturautomatisierung, die ownen die On-Call-Rotation, die Incident, also die das Incident Handling und sie own die Releases zu Staging, Pre-Staging und Produktion. Und generell alles, was damit zu tun hat, den Laden am Laufen zu halten. Das ist in dem SRE-Team verantwortet. Und wie gesagt, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Aber ein paar Disclaimer. Ich bin gar nicht in diesem SRE-Team. Also wie gesagt, ich bin in diesem Orchestration-Team. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, was habe ich eigentlich für eine Kompetenz, euch zu erzählen, was unser Team macht? Das frage ich mich auch. Das war auch meine Frage. Als ich das Aura-Team, als ich dem beigetreten bin, waren wir vier oder fünf Engineers, sowas. Da hatten wir noch keine Unterteilung in Teams. Das heißt, ich habe die Gründung dieses S3-Teams miterlebt. Und ich war auch schon
eine ganz gute Zeit lang meines Daseins in diesem Team und habe dort mitgearbeitet. Das heißt, ich kann sowohl die SRE-Perspektive, glaube ich, ganz gut mitberichten, aber halt auch meine Perspektive als Engineer, der versucht, irgendwie Changes in Produktion zu kriegen, wie das Zusammenspiel, wie die Kollaboration funktioniert und so weiter. Außerdem habe ich diese Präsentation mit meinem unglaublich geschätzten Kollegen Julian, der das SRE-Team leitet, zusammen vorbereitet und auch schon mal gehalten. Von daher ist es nicht alles an den Haaren herbeigezogen. Nein, ist nichts an den Haaren herbeigezogen, was ich euch hier zeige, weil die vielen meisten Slides von ihm kommen, der offensichtlich mehr Expertise hat als ich. Anyways, ich habe noch mehr Disclaimer. Ich werde nicht irgendwie vorstellen, was SRE bedeutet, wie das in den Büchern von den Google Engineers beschrieben wurde oder wie das andere Leute machen. Ich kann euch nur erzählen, wie wir das gemacht haben, was bei uns ganz gut funktioniert hat und wie wir mit der Thematik umgehen und wir versuchen, unsere Lichter brennen zu lassen, unseren Laden am Laufen, wie wir versuchen, unsere Produktion am Laufen zu lassen. So. Ein letzter Disclaimer. Es gibt zwei Bücher von Google. Das erste heißt irgendwie Site Reliability blub blub blub. Das zweite heißt The Site Reliability Workbook. Und das finde ich super geil. Das ist frei, das könnt ihr einfach googeln. Da kriegt ihr so eine Browser-Ansicht in Klartext, wo ihr das lesen könnt. Was hier schön ist, ist es The Practical Ways to Implement SRE. Also da sind wirklich Beispiele dabei aus sehr, sehr großen Organisationen. Das kommt aus dem Google-Umfeld. Und was wir versucht haben zu machen, ist, von diesen großen Organisationen zu lernen und das quasi runter zu skalieren auf die Teamgröße, die wir letztendlich haben und in den Bereichen, in denen wir halt agieren. Okay, aber genug mit den Disclaimern, war der letzte. Lass uns mal ganz vorne anfangen. So, als ich dem Aura-Team beigetreten bin, waren wir, wie gesagt, eine Handvoll Leute und wir hatten ein relativ anderes Produkt als das, was wir heute haben. Heute kriegst du hochverfügbare Cluster bei uns in mehreren Cloud-Anbietern in 15 verschiedenen Regionen, irgendwie sowas. Als ich angefangen habe, hatten wir Single Instance. Das heißt, wir hatten unsere Management-Apps, aber jedes Mal, wenn ein User auf Create Cluster oder Create Database gedrückt hat, ist im Hintergrund irgendwie so ein Job gestartet, der irgendwie so eine EC2 Single Instance für den Kunden provisioniert hat und dann das so konfiguriert hat mit den Memory Restrictions, die der Kunde halt quasi haben wollte. Das war auch eigentlich relativ gut. Also wir hatten da so eine Invite-Only-Beta, wir hatten da echte Kunden drauf, die haben da ihre Produktionen mit betrieben, obwohl wir denen gesagt haben, dass sie das lieber nicht machen sollten. Aber naja gut, ihr wisst ja, wie Kunden so sind. Die haben das halt einfach trotzdem gemacht. Und es hat auch für die erstaunlicherweise gut funktioniert. Wir haben halt aber für uns mehrere Nachteile gesehen. Ne? Klar, Single Instance bedeutet natürlich, du kannst nur so verfügbar sein, wie die Infrastruktur auf dir läuft. Auf der du läufst. So, also waren wir halt für die Verfügbarkeit hart auf EC2 abhängig. Für die Fehlertoleranz, also verlieren wir Daten, waren wir natürlich knallhart auf EBS abhängig. Und EBS funktioniert meistens relativ gut, aber wenn halt eine Instanz crasht, dann ist das EBS-Volume noch sehr lange an diese gecrashte Instanz gekoppelt. Und wir haben halt Remount-Perioden von über 30 Minuten gesehen, was natürlich für ein Database as a Service im Jahr 2018 war das damals, halt absolut nicht ging. So. Und wir mussten unsere Kunden nach einem Downtime-Window fragen. Das heißt, wenn er die Datenbank gestartet hat, haben wir gefragt, hey, gib uns mal bitte eine Stunde in der Woche, wo wir deine Datenbank offline nehmen können, um Updates zu machen. Brauchten wir halt, damit wir irgendwie Neo4j-Updates rauskriegen. So, ne? Und das hat sich halt einfach nicht richtig angefühlt für ein Database as a Service Offering in 2018. So, wenn wir jetzt heute 2021 drüber sprechen, wenn ich mein Online-Banking angucke, sind die immer noch manchmal das ganze Wochenende offline. Ne? Aber das wollten wir jetzt, dieses Qualitätsanspruch hatten wir halt an uns, dass wir das nicht machen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das ändern. Wir wollen jetzt nicht mehr Single Instance betreiben, sondern wir wollen Cluster betreiben. Und wir waren halt bei der Entscheidung, wollen wir unser selbstgeschriebenes EC2-Provisionierungs-Flickenteppich halt benutzen, um jetzt nicht nur eine Instanz für den Kunden zu starten, sondern halt drei. Beziehungsweise noch mehr, kommen wir nachher drauf. Oder wollen wir auf irgendwie eine etablierte Technologie zurückgreifen, wie zum Beispiel Kubernetes oder so. Und während wir diesen ganzen Kram gemacht haben, diese Single Instance Provisionierung auf EC2, haben wir alle unsere eigenen Apps, unsere eigenen zustandslosen Apps, haben wir halt auf Kubernetes laufen lassen.
Das heißt, alle unsere Web-Apps liefen auf Kubernetes, unsere Backup-Jobs liefen auf Kubernetes, unsere anderen Worker, unsere Monitoring-Agents, alles lief schon auf Kubernetes. So, wir hatten ungefähr ein gutes Jahr, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, was es bedeutet, zustandslose Anwendungen auf Kubernetes laufen zu lassen. Und wir hatten auch schon 1,5 Jahre Erfahrung, Neo4j in Produktion zu betreiben. Also haben wir uns entschlossen, dass wir unsere Datenbanken halt auch einfach da reinpacken und halt ein Cluster auf Kubernetes betreiben. Ich würde jetzt davon abraten, dass man jetzt nachher einfach hergeht und sagt, man YOLOt eine Datenbank in Kubernetes und denkt, damit hat sich dann das erledigt, man kann in Produktion gehen. Das ist, glaube ich, das Schlimmstmögliche, was passieren kann. Damit man zustandsbehaftete Daten in Kubernetes betreiben, sinnvoll in Kubernetes betreiben kann, muss man Erfahrung mit der Datenbank haben. Man muss wissen, was für Eigenschaften hat die Datenbank, wie funktionieren Updates und so weiter und so fort. Also Kubernetes ist hier allein keine eierlegende Wollmilchsau, so, sondern man muss relativ genau wissen, was man tut. Und es reicht nicht aus, irgendwie so einen Helm-Chart da reinzuschmeißen oder ein Stateful Set oder sowas, sondern man muss ein paar Gedanken mehr da rein investieren. Aber schauen wir uns Neo4j an. Die Clustering von Neo4j, Clustering Technology von Neo4j implementiert Raft. Das sagt einfach nur, das ist ein verteilter Algorithmus, um verteilte Transaktionen quasi abzufackeln. Das ist so ähnlich wie Paxos, nur nicht mit so viel Garantien, wie Paxos einem das bietet. Neo4j ist eine voll replizierte Datenbank. Das heißt, jeder Knoten im Cluster hat alle Daten. Das ist nicht so wie bei Elasticsearch, wo Daten geschadet werden, wo dann nicht alle Knoten alle Daten haben. Das ist bei Neo ein bisschen anders. Deswegen hat Neo auch so ein Leader-Follower-Prinzip. Also man kann von allen Knoten im Cluster lesen, aber man kann nur zu dem Leader schreiben. Und was der Leader machen würde, der Leader, also der User kommt jetzt an mit einer Transaktion und würde sagen, hey, liebes Cluster, committe mal die Transaktion, geht zu dem Leader. Der Leader geht raus zu allen Followern und versucht, die Transaktion zu den Followern zu geben. Und wenn der Leader die Mehrheit an Commits zurückbekommt, dann würde er dem User im Endeffekt sagen, hier, Transaktion committed. So, die Mehrheit von 3 sind 2. Also die absolute Mehrheit von 3 sind halt 2 Knoten. Das heißt, der Leader müsste von sich selber das Commit bekommen und von einem weiteren Follower, damit eine Transaktion durchgeht. Und da kommen wir dann schon mal zu zwei Begriffen, die wir später bei unserem Alerting nochmal aufgreifen werden, nämlich Availability und Fault Tolerance. Availability besagt, dass ein Cluster schreibfähig ist, dass halt die Mehrheit von Knoten in dem Cluster beteiligt sind. Also 2 in unserem Fall. Fault Tolerance bedeutet, dass wir es vertragen können, dass wir einen Knoten verlieren. Das heißt, wir sind available plus einen Knoten. In dem Cluster von 3 sind es halt alle 3. Aber wenn wir uns das Cluster von 5 anschauen, da wäre die Mehrheit ja 3, ne? Also Mehrheit von 5 sind ja 3. Und hier wäre ja jetzt Availability, könnte ich ja 2 verlieren. Ne? Also wenn ich auf 3 runtergebe, hätte ich immer noch die Majority und könnte immer noch weiterhin schreiben. Aber Fault Tolerant wäre ich jetzt in dem Fall immer noch, wenn ich nur 4 von meinen initialen 5 hätte. So, das sind diese 2 wichtigen Begriffe, die wir später beim Alerting nochmal sehr detailliert besprechen werden. Und für die Kubernetes Erfahrenen, wir benutzen für jede Instanz, also für jeden dieser 3 Knubbel, beziehungsweise in Updates gehen wir halt auf 5 hoch, benutzen wir Stateful Sets. Jeder bekommt sein eigenes Stateful Set und jeder bekommt sein eigenes Persistent Volume attached zu seinem Pod später. Okay, aber gehen wir weiter. Um die Datenbank in Kubernetes zu betreiben, haben wir einen Operator geschrieben. Also das Operator-Pattern kommt aus initial von CoreOS, wurde dann von Red Hat weiter betrieben und kommt aus dieser Kubernetes-Ebene. Und im Endeffekt besagt das ein Pattern, wo man die Kubernetes-API erweitert und seinen eigenen Datentyp, in unserem Fall halt Neo4j Database. Und zusätzlich zu dieser Erweiterung von der API würde man einen Prozess schreiben, ein Programm, was kontinuierlich eine Reconciliation macht. Und eine Reconciliation ist im Endeffekt nur ein fancy Wort für, man vergleicht den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand. In dem Fall ist unser Ist-Zustand halt das, was gerade real in Kubernetes läuft. Und der Soll-Zustand ist halt das, was in etcd, also der Datenbank von Kubernetes, halt gespeichert ist. Und der Operator würde halt dann gucken,
stimmen diese beiden Zustände halt überein? Also ist das, was in etcd gespeichert ist, das gleiche wie das, was gerade läuft? Und wenn dem so ist, super, dann freut er sich und geht zur nächsten Datenbank. Wenn das aber ein Mismatch ist, dann würde er gucken, ob er einen kleinen Schritt in die Richtung von dem aktuellen Zustand hin zum Zielzustand machen könnte. Zum Beispiel ist in dem Ist-Zustand halt Version von Neo4j 4.2.11 und in dem Soll-Zustand halt 4.2.12. So, dann haben wir jetzt in unserer Logik würde der erste Schritt in die Richtung des Zielzustands sein, halt Rolling Upgrade. Und das würde halt besagen, dass wir halt drei alte Knoten haben und zu diesen drei alten lassen wir halt noch einen neuen hinzujoinen. Und dann ist es für diese Reconciliation Loop erstmal fertig. Und dann würde halt im nächsten gucken, oh, ist der neue Knoten halt schon im Cluster beigetreten? Sind alle glücklich? Wenn ja, dann führe ich halt weiter in meinem Algorithmus fort. Aber lass uns jetzt nicht so weit in den Operator reintauchen. Ich wollte euch noch einmal sagen, wie wir diese Datenbank eigentlich betreiben, weil wir das später beim Monitoring auch nochmal aufgreifen werden. Okay, aber jetzt die zwingende Frage, wer hält den Laden eigentlich am Laufen? Und das, gut, das hatte ich schon beantwortet, das ist unser SRE-Team. Aber warum haben wir sowas wie ein SRE-Team eigentlich? Weil, also im Endeffekt, das ganze Ziel von Aura sind glückliche Kunden. Und in unserem Umfeld kann man glückliche Kunden ungefähr 1:1 darin übersetzen mit glückliche Datenbanken. Aber wann ist denn so eine Datenbank eigentlich glücklich? So eine Datenbank, unser Kunde ist eigentlich glücklich, wenn man die Datenbank von außen erreichen kann. Wenn die Datenbank halt available ist, also der schreiben kann, wenn seine Queries, die er da laufen lässt, wenn die halt normal eine normale Latenz haben und halt normal bearbeitet werden können ohne großartige Fehler, wenn das Ding ein Up-to-Date, also wenn das Ding ein Backup hat, was aktuell ist und so weiter und so fort. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher weiß ich denn all das? Und unser Ansatz ist, dass wir so viele Metriken wie möglich sammeln. Also wir sammeln erstmal alle Metriken, die Neo4j halt per JMX oder Prometheus Endpunkt halt rausbläst. Das ist schon mal eine ganze Menge. Dazu packen wir dann, also Datenbank-Metrik-mäßig, noch alles das, was uns Kubernetes über die laufenden Pods halt zur Verfügung stellt. Das heißt, da greifen wir wirklich alles ab, was wir kriegen können. Zusätzlich fügen wir höherwertige Metriken hinzu, zum Beispiel diese Operator, von dem ich gerade gesprochen habe. Bei jeder dieser bei dieser Reconciliation Loops fragt der jeden einzelnen Datenbankprozess, Datenbankcontainer, wie denn seine Sicht auf das aktuelle Cluster ist. Ne? Also der Operator hat quasi wie so eine Vogelansicht von oben drauf und kann jeden fragen, hey, wie glaubst du denn, sieht das Cluster aus? Und wie glaubst du denn, wie das aussieht? Und wenn die alle glauben, dass die im selben Cluster sind, ist es ja super. Wenn die aber glauben, dass die in unterschiedlichen Clustern sind, das ist halt dann so ein Ding, das würden die Knoten nicht selber rausfinden, sondern das müsste man halt über diese Vogelperspektive halt lösen. Und der dritte Aspekt, wo wir Metriken herkriegen, sind unsere Monitoring Agents. Also das sind wirklich Prozesse, die haben unser SRE-Team geschrieben und die die aggregieren die Errors. Also wie ist das Logging-Verhältnis von den Datenbanken zwischen Normal und Error? Die aggregieren Query Logs, also nicht, was in den Queries drinsteht, sondern was haben die für Durchlaufzeiten, was haben die für Memory Footprint, wie lange dauern die, wie hoch ist die Success Rate und so weiter und so fort. Und das sind so für Move alleine für die Datenbanken so unsere Quelle an Metriken. Also für andere Komponenten in unserem Stack machen wir das auch. Aber lass uns mal auf die Datenbanken fokussieren und lass uns mal angucken, was wir da eigentlich alles so sammeln. Und es sind 35 Charts, die sind nur von diesem einen Dashboard, die sich um Datenbanken kümmert. So, das ist jetzt relativ rausgezoomt, weil das sonst hier nicht drauf passt. Aber lass uns mal. Gibt ihr diese Daten alle in einen Graph-Datenbank oder sowas? Wir benutzen, also du könntest im Endeffekt, um sowas zu machen, jegliche Art von Time Series Database benutzen. Also du könntest irgendwie sowas benutzen wie Prometheus ist prädestiniert dafür. Also Prometheus und Grafana würde ich zu einem ähnlichen Ergebnis bringen, wie das, was wir hier sehen. Das hier ist halt speziell Datadog.
Wir haben Datadog gewählt, weil, wieder, ne, es ist nicht unser Kernbusiness, irgendwie so ein Time-Series-Database Production-Grade am Laufen zu lassen, am Leben zu lassen. Deswegen haben wir das halt eingekauft von Datadog. Und wir pumpen halt alle unsere Metriken zu Datadog und lassen uns halt diese wunderschönen Bildchen halt von denen halt generieren. Aber ja, das Schlüsselwort sind Time-Series-Databases hier. Ja. Also ihr wollt eigentlich nur Time-Series und Graphen und nicht wirklich Zusammenhänge selber schnell analysieren? Wie? Also nee, das stopfen wir nicht in Neo rein. Also das Volumen, was wir hier haben, oder der Long-Term-Storage, den wir hier haben, dafür ist Neo nicht designed. Also Neo ist nicht designed dafür, dass du jetzt Terabyte über Terabyte an historischen Daten irgendwie verarbeitest, sondern da sind so Dinge wie Prometheus wesentlich stärker drin. Lass mal reinzoomen. So die üblichen Verdächtigen, wenn wir daran denken, was ist denn eigentlich, wie glücklich ist denn meine Datenbank? Eigentlich ist so irgendwie immer so, ja, wie stark ist die CPU gerade belastet? Wie viel Platz habe ich auf meiner Disk noch? Und wie ist so Memory Pressure irgendwie, ne? Und das haben wir hier natürlich auch. Also das sind jetzt so relativ viele Datenbanken, ne? Also jede dieser Farben ist eine andere Datenbank. Und dann haben wir hier Applied Memory und nicht Memory Pressure. Also das würde irgendwo später kommen. Aber das haben wir hier auch. Also hier, wie ist die Persistent Disk, von der wir gesprochen haben, wie ist die ausgenutzt? Die sind hier halt alle irgendwie relativ schwach ausgenutzt, diese Disks, die wir uns hier anschauen. Also das heißt, da haben wir eigentlich noch gar nicht so wirklich diese Indikatoren, wie glücklich ist denn mein System oder meine Datenbank eigentlich. Wir haben auch noch weitere Dashboards. Es gibt zum Beispiel ein spezielles Dashboard bei uns in Datadog, das dreht sich um die Critical SLIs. Und jetzt denkt ihr euch so, SLI, was ist das? Das sind Service-Level-Indicators. Das sind quasi besonders hochwertige Metriken, die halt das Level unseres Services halt anzeigen. Und ein ganz wichtiges SLI für uns ist die Availability. Haben wir hier oben zweimal. Einmal auf alle Datenbanken, eigentlich ist es Unavailability Minutes. Also wie viele Minuten waren die Datenbanken nicht verfügbar. Und dann haben wir hier die gelbe Linie ist P100, also gerechnet auf alle Datenbanken. Und da sehen wir hier, das ist eine Datenbank, die haben wir absichtlich gekillt, um diesen Spike reinzukriegen. Hatten wir eine Datenbank, die ist halt hier, die war halt nicht glücklich, die war nicht verfügbar. Deswegen hat das in dem P100-Bereich halt diesen krassen Spike ausgelöst. Wenn wir uns aber gucken, P99 ist gar nicht drauf, schade. Aber es gibt dann noch so Percentiles, benutzt man gerne in diesem Kontext, dass man halt sagt, naja, 95% der Datenbanken, also dass dieser Knubs hier unten, 95% der Datenbanken hatten eine Unverfügbarkeit von 0 Minuten. Das heißt, die waren immer verfügbar, 95% der Datenbanken. So, wir hatten aber halt die eine, die ist halt ausgerissen, ne? Das war halt diese eine. Das Gleiche gibt es auf der rechten Seite auch nochmal feingranularer pro Datenbank. Und hier könnte man halt jetzt die Unavailability Minutes pro Datenbank halt auch nochmal sehen. Also das hätten wir hier diesen einen Kollegen, der quasi diesen Threshold ausgelöst hat. Und was man hier sieht schon, sind so andersfarbige Linien. Also wir haben hier so eine gelbe Linie und wir haben hier irgendwie so eine rote Linie. Und das sind unterschiedliche Klassifizierungen von Benachrichtigungen, die wir dann rausschicken. Also man kann in Datadog also Thresholds einstellen, wo halt, wenn einer dieser Linien quasi überschritten wird, bestimmte Dinge passieren. Und da greife ich vielleicht schon ein bisschen vor. Also wir haben unsere Alerts quasi klassifiziert in drei Kategorien. Also wir haben einmal Records. Records ist halt sowas, das wird halt festgehalten, Datenbank war nicht verfügbar von dann bis dann, aber da gibt es noch keine weitere Eskalation. Es gibt dann Notifications, das sind hier diese gelben Dinger. Bei der Notification würde das SRE-Team benachrichtigt werden während der Tagzeit, aber dafür würde kein Mensch aufgeweckt werden. Also wenn jetzt eine Datenbank diese gelbe Linie überschreitet, dann wird da drauf geguckt während der Tagzeit, aber wenn halt keiner drauf schaut, während der Tagzeit oder während der Nachtzeit, dann würde keiner auf seine Eskalationsdevice ein Page bekommen. Das ist bei den roten Linien aber anders.
Bei den roten Linien, da würde jemand benachrichtigt werden. Also sowohl tags wie auch zur Nachtzeit. Kommen wir gleich aber nochmal drauf. Ist das pro Customer oder ist das für alle Datenbanken? Also wenn ich mir jetzt als Seppel da was klicke, ist das dann auch so, dass wenn die rote Linie bei mir überschritten wird, dass dann irgendeiner dann los muss? Oder ist das, kann ich das einbuchen als Customer? Wenn du da dir eine Datenbank schießt und dafür Geld bezahlst, kriegst du natürlich die gleiche Behandlung wie alle anderen Kunden auch. So, es gibt so ein Enterprise-Offering von Aura, das ist nochmal ein bisschen separat behandelt, das würde ich jetzt mal aussparen, aber so alle Self-Serve-User kriegen bei uns diese gleiche Behandlung. Ja, also wenn diese Linie überschritten wird, dann guckt sich das jemand an und bringt deine Datenbank wieder in Ordnung. Und das klingt aber erstmal relativ viel hier, ne? Also 5 Minuten für eine Datenbank Nichtverfügbarkeit, das ist schon so, finde ich schon relativ lang irgendwie. Aber was jetzt hier eingeklappt ist, was irgendwie ein bisschen unvorteilhaft ist, dass wir halt auch auf Fault Tolerance benachrichtigt werden. Ne, also wir hatten ja vorhin gesprochen, Availability heißt, 2 Knoten sind noch da. Wir werden aber auch benachrichtigt, wenn die Fault Tolerance unterschritten wird. Das heißt, wenn unserem Cluster, was normalerweise aus 3 Knoten besteht, wenn da einer rausfliegt und sie nur noch auf der Minimalbesetzung für Schreibzugriff erstehen, da würden wir letztendlich auch Benachrichtigungen rausschicken. Und das Gleiche tun wir natürlich auch für den Operator oder andere wichtige Komponenten. Nicht? Also hier sieht man auch, wenn der Operator irgendwie 5 Minuten keine Task, also keine Reconciliation mehr erfolgreich durchgeführt hat, dann würde auch jemand benachrichtigt werden, weil den Operator brauchen wir halt. Das ist halt unsere zentrale Komponente, um unsere Datenbanken zu orchestrieren. Und wenn es dem nicht gut geht, kann man daraus ableiten, dass über kurz oder lang es den Datenbanken auch nicht mehr gut geht. Ich glaube, ich habe deine Frage ein bisschen übergangen. Ja, also tatsächlich, wenn du dir eine Datenbank bei uns kaufst und dir geht es nicht gut, dann guckt da einer von uns und macht die wieder ganz. Natürlich. Okay, cool. Aber SLIs. So, SLIs, SLO, SL, was? Also das, was euch bestimmt am meisten geläufig ist, ist das SLA, also Service Level Agreement. So, das ist das, was ein Kunde mit seinem Auftraggeber halt vereinbart, um den Level des Services quasi zu vereinbaren. Da steht dann drin, Datenbank soll 99,95% verfügbar sein oder so. Und da einigen sich dann Kunde und Anbieter drauf. Und wenn das nicht, da steht dann drin, meistens über so Terms and Conditions, wenn das dann nicht erreicht wird, dann kriegt der Kunde halt irgendwie einen Schadensersatz für die Zeit, wo seine Datenbank halt nicht verfügbar ist, wenn es unter dieses Level fällt. Aber um diese SLAs eigentlich sinnvollerweise abzubilden, braucht man SLOs. Und das sind Service Level Objectives. Und Service Level Objectives, das ist etwas, das ist sowas Ähnliches wie ein SLA, allerdings nicht zwischen Kunde und Anbieter, sondern zwischen Engineering-Team und Product-Management. Und die sind üblicherweise schärfer formuliert. Und der Hintergrund hier ist, dass diese Service-Level-Objectives, ich zeige euch das mal, so wie wir das messen, also auch wieder in Datadog. Und hier haben wir so ein SLO definiert, also Datenbank-Availability. Und unser interner SLO sind 99,95% Verfügbarkeit. Also man sagt 3,5 Neunen. Und 3,5 Neunen lassen sich übersetzen in 21 Minuten Downtime über 30 Tage hinweg. Also wir haben so ein rollendes Fenster über die letzten 30 Tage. Das ist die Periode, über die wir Availability quasi berechnen. Wenn man da jetzt sagt, okay, ne, 3,5 Neunen oder 4 Neunen ist doch fast das Gleiche. 4 Neunen sind nur 4 Minuten, also 4,5 Minuten Downtime über 30 Tage. Also 21 zu 4,5 ist schon ein signifikanter Unterschied. Und was wir jetzt hier haben, wir haben hier eine objektive Bewertung, wie unser Service funktioniert hat in den letzten 30 Tagen. Und wir haben uns mit Product Management auf 3,5-9 geeinigt. Und wir sehen hier aber auch, dass in den letzten 30 Tagen wir besser performt haben, als wir eigentlich versprochen haben. Also in den letzten 30 Tagen haben wir 99,984% geliefert. Das heißt, wir waren besser. Und von unserem Error-Budget, also das Budget von diesen 21 Minuten, da waren quasi noch 70% übrig. Das heißt, wir hätten eigentlich auch noch mehr Downtime haben können. Und diese Zahl, das ist sehr spannend,
die kommt dann in so Diskussionen, wird die dann berücksichtigt, wie aggressiv man denn neue Features ausrollen kann. Also so eine Risikobewertung. Wie gut hat man performt und welches neue Risiko kann man aufnehmen und wie schnell kann man neue Features hinzufügen, in der Annahme, dass man gleich stabil performt, wenn man nichts verändert. Und das ist eigentlich ein relativ nettes Maß, so irgendwie, weil es einem auf der einen Seite Sicherheit gibt und auf der anderen Seite halt irgendwie sagt, okay, gut, wir könnten jetzt noch ein bisschen mehr rauspushen in Produktion, ohne dass wir Gefahr laufen, irgendwie unsere SLAs zu breachen. Was heißt das? Also das heißt, wenn ihr da ein gutes Budget übrig habt, geht ihr dann hin und baut ihr mehr Features ein oder so? Seid ihr da mutiger? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man sagt, so, okay, das Ding ist stable? Ja, also was wir machen, also was wir, beziehungsweise, also andersrum, wenn wir ein rollendes Upgrade machen, ist ja so, dass wir von der aktuellen drei Knoten auf neue drei Knoten gehen, ne? Und in der Zwischenzeit hatten wir dieses Leader-Follower-Prinzip. Und das Ding ist, wir machen, wenn wir sagen, wir stoppen den alten Leader von der alten Version, dann fragen wir den Leader, hey, kannst du bitte runter, also kannst du zurücktreten? Also der Leader würde abdicated, heißt es auf Englisch. Und das bedeutet, dass die übrigen Knoten im Cluster dann eine neue Leader-Election machen würden. Und in der Zeit, wo diese Leader-Election gemacht wird, da gibt es keine Schreibverfügbarkeit. Das heißt, an der Stelle würden wir unsere Availability-Versprechen erbrechen und dann quasi nicht verfügbar sein. Das würde dann von unserem Budget abgezogen werden. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Release machen, wird quasi von unserem Budget was abgezogen. Wenn wir dann über, das ist aber so, das ist bei allen Raft-Datenbanken so, dass halt während der Leader-Election man nicht schreiben kann. Und das bedeutet halt, da kommen wir später nochmal drauf, wir releasen üblicherweise zweimal pro Woche zur Produktion. Aber wenn wir jetzt sehen, dass wir viel von unserem Budget übrig haben und wir halt aber gerne ein Feature noch zusätzlich zu unseren zwei Deployments pro Woche rausschieben würden, dann würde uns das Sicherheit geben, halt noch einen dritten oder einen vierten oder ein fünftes Deployment in dieser Woche quasi zu machen. Johannes, umgekehrte Frage, helfen dann die Metrics dann so zu sehen, Gründe für Fehler, also Fehler waren eher in Releases, eher in Infrastruktur, in Cluster, in Network? Ja. Also die jetzt nicht besonders, weil die eher so jetzt dieses High-Level ist, aber du hast sehr feingranulare Metriken, die wir dort quasi noch dazu haben, die solches Debugging halt leichter machen. Und das Schöne auch, ja? Bitte. Könnt ihr auch rauslesen, also ich vermute, teilweise Ziel Release ist das Ganze effizienter machen, was der Effekt von Release war, also Prozessorlast, Speicherlast wurde jetzt reduziert, kriegt ihr sowas raus? Ist das auch so ein Ziel, das die Projekte und Management interessiert? Ja, also ungemein, ja. Also wir hatten Neo4j benutzt ja Netty unter der Haube für den Network-Stack. Und du kannst Netty so unglaublich leicht, so unglaublich falsch konfigurieren. Und die Default-Annahme für Neo4j ist halt einfach riesige Cluster. Was heißt riesig? Aber halt größer als unsere kleinste Größe. Und du kannst mit Netty halt wunderbare Konfigurationen treffen, um diese kleinen Größen, die wir halt auch anbieten, unfassbar schneller zu machen. Und was wir auch laufen lassen, da kommen wir später zu, wir lassen Canary Databases laufen. Also wir haben so Testdatenbanken, da geben wir dauernd Last drauf, so moderaten Last. Und die messen wir. Und da messen wir den Throughput, also wie viele Transaktionen kriegen unsere Load Generators durch diese internen Datenbanken durchgeprügelt. Und da haben wir halt gesehen, dass wir halt eine neue Netty-Konfiguration eingespielt haben, die halt besonders optimiert ist für diese kleinen Datenbanken. Die haben wir natürlich nur für die kleineren Größen Datenbanken appliziert. Und da haben wir halt einen enormen Throughput-Boost gesehen, nachdem wir das Release halt ausgerollt haben. Und das konnten wir halt genau 1:1 zu diesem Release zuordnen, wo wir halt dann verifiziert haben, okay, also den Change, den wir gemacht haben, der war offensichtlich zielführend an der Stelle. Okay, cool. Gucken wir uns gleich aber nochmal bei Canary Database an. Das ist nämlich auch eine richtig coole Sache, die unsere SLE-Jungs da gebaut haben. Aber eine Sache, die mir hier noch ganz wichtig war, die SLOs sind härter als die SLAs. Genau. Also hier haben wir 3,5-9 konfiguriert. Ich glaube, unseren Kunden verkaufen wir nur 3,9. Und der Grund ist, dass wir auf SLOs ja alerten,
und wir gerne benachrichtigt werden würden, bevor wir unser Versprechen dem Kunden gegenüber brechen. Ne, deswegen haben wir die halt schärfer formuliert, als die SLAs später eigentlich sein würden. Okay, weil wir machen das natürlich alles, damit wir keine unglücklichen Kunden kriegen. Das heißt, wenn der SLO gebrochen wird, ist ja der SLA noch intakt. Ne? Der ist ja noch nicht, verletzt worden. Und deswegen senden wir ja Alerts an unsere Engineers, also auch mich, raus, damit wir halt dann aktiv reingehen können und im besten Fall, bevor wir halt unser Versprechen dem Kunden brechen, halt das beheben können. Aber jetzt müssen wir uns natürlich Fragen stellen, wohin geht denn dieser Alert eigentlich? Geht er an mich? Geht er an Julian, weil der das SRE-Team leitet? Geht er an alle Engineers in Aura? Geht er an alle Engineers in E4J? Oder wie funktioniert das? Also wir brauchen irgendwie sowas wie eine On-Call-Rotation. Das ist Rufbereitschaft, heißt es auf Deutsch. Also wir brauchen jetzt eine Rufbereitschaft. Und das ist bei uns so eine Opt-in-Sache. Also man kann diese On-Call-Rotation beitreten als Engineer. Und da gibt es so ein paar Vorbedingungen, da sprechen wir gleich nochmal drauf. Aber im Endeffekt haben wir uns halt wieder für Managed Service entschieden, der das für uns macht. Also der macht im Endeffekt drei Sachen für uns. Zum einen muss da diese Rufbereitschaftsplanung mit abgebildet werden. Ne? Also es muss halt gesagt werden, an dem Tag von der und der Uhrzeit ist halt die Person rufbereit, am nächsten Tag ist halt die, am nächsten Tag ist halt die. Und dass das halt über so einen Monat ungefähr gleich verteilt wird an Nacht. Rufbereitschaften und Wochenendrufbereitschaften. Das macht dieses Tool für uns. Es leitet die Alerts halt an die richtige Person, also an nur die Person, die gerade rufbereit ist. Und macht halt dieses Incident Lifecycle Management für uns. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und für mich persönlich, ich als rufbereite Person, ich kann da meine Eskalationspolitik einstellen. So, also ich habe das so eingestellt, ich bekomme sofort, wenn ich jetzt gepaged werde, kriege ich eine E-Mail, wo dieser Page drin definiert ist. Und ich kriege sofort eine Push-Nachricht auf mein Telefon. Also die haben, Opsgenie hatte so eine App. Ach genau, wir haben uns für Opsgenie entschieden. Es gibt auch andere Anbieter, die genau das Gleiche machen. Also PagerDuty ist, glaube ich, der größte Vertreter in dieser Kategorie. Aber die haben alle ungefähr das gleiche Features. Also wir benutzen auch Opsgenie und ich kann nur sagen, ist super das Tool. Cool. Ja, das hat irgendwie bei uns am besten funktioniert. Unser SRE-Team hat das evaluiert und wir sind dann halt dahin gegangen. Aber diese Feature-Set alle relativ vergleichbar. Also du kriegst halt irgendwie so eine Nachricht auf dein Handy, da steht dann drin, yo, hier, guck dir das mal an, da musst du was reparieren. Und wenn ich darauf nicht reagiere, also ich muss dann da reindrücken und sagen, ich acknowledge, also ich arbeite jetzt dran, ich bestätige, dass ich dran arbeite. Wenn ich das nicht in, ich glaube, 5 Minuten mache, wenn ich das nicht nach einer Minute mache, kriege ich eine SMS. So, wenn ich dann nach weiteren 4 Minuten diesen Page nicht acknowledge, dann würde ich einen Sprachanruf kriegen. So, da steht dann so eine Robo-Stimme, kommt dann dran, sagt hier, Unterstein, raus aus den Federn, du musst jetzt hier Produktion reparieren. So, und das würde der dann so lange weitermachen, bis ich dann irgendwann diesen Page acknowledge. Das reicht mir jetzt persönlich als Eskalationspolitik aus. Mein geschätzter Kollege Julian hat als weiteren Eskalationsschritt zum Beispiel konfiguriert, dass dann seine Frau angerufen wird mit der Robo-Stimme. Jetzt nicht dein Ernst, oder? Damit ich, also ich glaube, meine Frau würde mich totschlagen. Ja, also wie gesagt, ne, also das kann jeder individuell konfigurieren, wie er möchte. Ich hätte da jetzt ein schlechtes Gefühl, wenn meine Frau angerufen würde, wenn bei mir die Produktion brennt und ich warum auch immer nicht an mein Telefon drangehe. So, das würde mir sehr schlaflose Nächte bereiten, wenn ich diese Gefahr laufen würde. Aber wie gesagt, kann jeder konfigurieren, wie er möchte. Gut. Genau, also On-Call. Wir haben eine On-Call-Rotation, da sind ein paar Leute drauf. Der Grund, warum ich gesagt habe, ich hätte gerne E-Mail als meine allererste Eskalationspolitik, ist, dass bei uns jeder Page sehr detailliert ist. Also wir pagen on SLOs, also an die Dinge, die wir eigentlich unseren Kunden versprechen, nur ein bisschen härter, als wir es ihnen versprechen. Und daran pagen wir, darauf pagen wir halt. So ein
die Ursache, warum wir zu diesem Symptom kommen, kann ja verschieden sein. Ne? Also wir versuchen, so viel wir können, vorher durch automatisches Heilen irgendwie abzufackeln. Aber manchmal brechen wir unser SLO halt trotzdem. Und dann kann es verschiedene Gründe haben. Und in diesem Page, in dieser E-Mail, wie auch in dieser Push-Notification, ist ein Link drin. Dann drückst du auf den Link drauf, geht eine Webseite auf und das ist unsere Anleitung, wie man mit dieser Situation umgeht. Es nennt sich a Playbook, SRE Playbook nennt sich dieses Konzept. Und da steht dann drin, guten Morgen, lieber Johannes, schön, dass du nachts um 3 auf diese Webseite gehst. Guck mal ran, deine Datenbanken sind nicht verfügbar, das könnte folgende Ursachen haben. Und dann haben wir bestimmte Debugging-Zweige, wo dann entweder Datadog-Links drin sind auf das Dashboard, wo halt man Debugging-Informationen bekommt oder halt Commands, die man halt in sein Terminal reinkopiert, um dann halt weiter in diesem Debugging zu machen. Weil das Letzte, und das kann ich, glaube ich, nicht genug stressen, das Letzte ist, wenn du nachts um 3 aufwachst, du dich gerade irgendwie wohlig in deinem Bett umgedreht hast und dann dein Telefon auf 300 Dezibel klingelt, dann bist du eh schon Adrenalin geladen bis unter die Hutschnur. Und das Letzte, was du dann in der Situation machen willst, ist raten. Und deswegen haben wir sehr, sehr viel Zeit da rein investiert, diese Debugging-Guidelines zu schreiben, damit wir halt wissen, okay, gut, man muss halt diese Schritte durchlaufen. Und wenn am Ende halt rauskommt, keine dieser Schritte, um die Ursache zu finden für dieses Symptom, ist die Ursache für dieses Symptom, dann gibt es im Endeffekt 2 Möglichkeiten, die man hat. Die erste Möglichkeit ist, man fühlt sich in dem System so sicher, dass man außerhalb von dem Playbook agieren kann. Oder die zweite Option ist, man eskaliert halt zu einem Secondary. Das Konzept von Secondaries ist bei uns noch nicht komplett ausgereift, aber was das Konzept von Secondaries bei uns bedeutet ist, wir haben eine Liste von so Tech-Leads wie mir, die halt sehr lange an dem System arbeiten, oder Julian oder anderen Leuten, die viele Jahre bei uns in diesem Team sind, die man dann zusätzlich pagen kann. Und das haben wir noch nie gebraucht, aber im Endeffekt könnte, wenn jetzt jemand on call ist und sich nicht sicher fühlt, was er machen soll, würde er dann im Endeffekt eine zweite Person pagen. Unser Ziel ist hier, dass wir halt auch für diese Secondaries quasi eine Rotation kriegen. Dass wir halt einfach sagen, es gibt immer 2 Leute, die gehen pro Tag on call, halt der Primary. Und wenn der Primary halt nicht weiterkommt, dann würde halt immer einen dedizierten Secondary pagen, der halt oft in der Schicht gerade ist. Dafür ist unser Team noch zu klein. Wir versuchen unser Team natürlich wachsen zu lassen, um das irgendwann möglich zu machen. Aber noch haben wir nicht genügend Leute, um das quasi so zu implementieren. Das heißt, es gibt halt irgendwie so Leute wie mich, die halt de facto irgendwie immer on call sind, in der Gefahr als Secondary, wenn der Erste halt nicht mehr weiter weiß, halt auch benachrichtigt zu werden. Okay, aber damit wir dieses Erlebnis für alle Beteiligten, also sowohl die Person on call, die Kollegen, die Secondaries und auch das System so angenehm wie möglich zu gestalten, machen wir Training. Bevor, also zum Beispiel ein New Joiner, also ein New Hire oder ja, jemand, der neu zu uns ins Team kommt, in diese On-Call-Rotation gehen kann, haben wir Trainings etabliert. Also jeder, der On-Call gehen möchte, muss mindestens 4 Wochen in dem SRE-Team in den täglichen Routinen halt mitgearbeitet haben. Also wir haben da so tägliche Routinen, wir machen halt tägliche Checks oder wöchentliche Checks, Releases und so weiter und so fort. Und was wir versuchen ist, dass halt Leute an das SRE-Tooling und an die Workflows herangeführt werden. Zusätzlich haben wir so ein On-Call-Readiness-Training, wo die Person halt gezielt Fehler in das System einführt und dann halt auch gezielt wieder repariert, um halt zu lernen, wie man sowas halt in seiner eigenen Testumgebung quasi wieder repariert. Und wenn man dann diese 4 Wochen mit SRE verbracht hat und das 2 Tage On-Call-Readiness-Training gemacht hat, dann kann man quasi diese On-Call-Rotation joinen. Aber auch für Leute, die jetzt vielleicht schon lange nicht mehr gepaged wurden oder schon lange nicht mehr in dem SRE-Team waren, machen wir sogenannte Fire Drill Days. Und bei diesen Fire Drill Days, ich glaube, das machen wir momentan alle 6 Wochen, das ist halt ein dedizierter Tag. Da starten wir uns halt eine Umgebung von Aura, also jetzt nicht Produktion, sondern, oder auch nicht Staging, sondern halt irgendwie eine Dev-Location, eine Dev-Environment.
Und da haben wir dann zwei Teams. Wir haben dann das eine Team, das Team, das geht on call als Gruppe. Und dann haben wir das andere Team, das macht so ein bisschen Chaos. Und die Idee dabei ist, dass wir halt Alerts triggern bei diesem Team, was halt versucht, Chaos zu stiften. Und dass das andere Team, was on call ist, also die hängen halt den ganzen Tag in so einem Google Meetup und warten halt darauf, dass halt ein Page passiert. Also es ist jetzt nicht so super, es spiegelt nicht 100% die echte Situation wider. Aber was ich unfassbar gut fand, als ich das gemacht habe in der Gruppe on call, dass man halt als Gruppe irgendwie das Tooling kennenlernt, das halt in diesen Incidents benutzt wird. Man lernt das Prozess kennen. Unser SRE-Team hat sich so ein Incident Lifecycle Management Tool geschrieben. Ist im Endeffekt ein Slack-Bot, mit dem kommuniziert man halt dann. Also der macht halt automatisch einen Slack-Channel, der invitet halt die Leute, dem kann man halt also ein paar Schritte sagen, was man jetzt gerade gemacht hat und was man jetzt plant zu tun und so weiter und so fort, damit man halt so quasi das Postmortem, wird dann so eine Trello-Karte generiert bei uns und das Postmortem wird schon quasi vorausgefüllt mit diesen Events, die passieren, dass man das später nochmal nachvollziehen kann, wenn man danach nochmal drauf guckt. Und das kann man halt einfach als Gruppe tagsüber in einer kontrollierten Umgebung schon mal üben. Und das hat für mich eine sehr, sehr große Sicherheit gegeben. Also ich war für viele Firmen schon irgendwie on-call. Ich habe nie so ein Training gemacht. Und ich fand das so unglaublich bereichernd, dass mir diese Angst davor genommen wurde, on-call zu gehen, weil ich das einfach alles schon mal gemacht habe. Ich hatte keine Angst mehr davon, gepaged zu werden, weil ich genau weiß, was auf mich zukommt. Ich muss dieses Tool benutzen, ich muss diese paar Commands in mein Terminal reinhämmern und das funktioniert dann so Schritt für Schritt und ich werde da irgendwie gefühlt. So, das hat mir persönlich ein ganz gutes Gefühl gegeben. Aber ich glaube, das Letzte, was dir passieren will, ist, dass du eh schon in dieser stressigen Situation bist, dass eh schon Nacht ist und du irgendwie voll Adrenalin bist, du dann keine Ahnung hast, wie Tooling funktioniert und aber trotzdem der gesamte Druck auf dir lastet, dass du die Produktion wieder reparieren musst. So. Das ist, glaube ich, das Letzte, was dir passieren will. Deswegen machen wir halt diese Trainings, damit wenigstens so dieser eine Aspekt von dieser Stresssituation schon mal so ein bisschen entstresst wird, möchte ich sagen. Okay, aber wir machen noch mehr Trainings. Also Game Days ist auch ein Konzept aus diesem SRE-Buch. Ich glaube, aus dem ersten. Ich weiß nicht, ob in den zweiten drauf eingegangen wird. Aber das finde ich auch ein ganz cooles Konzept. Also das ist auch so ein Tag, da machen wir pures Chaos. Aber anders. Bei diesem Fire Drill-Tag war ja die Idee von dem Chaos, dass man eine Gruppe hat, die das wieder repariert. Hier ist die Idee, dass man das System so unglaublich kaputt macht und dann selber guckt, wie man das wieder ganz kriegt. Also auf irgendeine Art kaputt macht, wie man es halt vielleicht noch nie gesehen hat in Produktion oder halt in anderen Sachen so. Und da, das machen wir auch nicht in Produktion, ne? Keine Sorge. Da gibt es dann auch spezielle Environments, wo wir das drin machen. So, was wir da machen ist, ich glaube, das machen wir nicht so häufig wie die Fire-Drill-Tage, vielleicht so alle 10 Wochen irgendwie sowas. Was wir da machen, da kann man sich dann auch einwählen für diesen Tag und dann trifft man sich morgens und vielleicht hat man sich irgendwie beim Duschen vorher schon mal überlegt, so das schlimmstmögliche Szenario, wie das System kaputt gehen kann. So zum Beispiel, ja, was passiert denn, wenn ich unseren AWS-Account lösche? Oder was passiert denn, wenn ich irgendwie diesen Service-Account-Key lösche? Oder was passiert denn, wenn ich unser Google-Projekt lösche, wo irgendwie tausende von Datenbanken drin sind? Ne? Diese Art von Zerstörungsgedanken werden dann dort in der ersten halben Stunde auseinandergenommen und dann untersucht. Unter der Dusche immer von Rammstein, ich muss zerstören dabei hören oder was? Ich weiß es nicht, aber solche Ideen hatten wir halt schon während diesen Tagen. So, ne? Was passiert denn eigentlich, wenn wir unser Google-Projekt löschen, wo so all unsere Datenbanken drin sind? So. Und die Idee hier ist jetzt, zu klassifizieren, wir machen das dann. Ne? Wir haben dann ein Environment, da machen wir das dann und dann löschen wir das Google-Projekt. Und dann gucken wir, wie wir aus der Situation wieder rauskommen. Und dann gibt es im Endeffekt eine verschiedene Risikobewertungsmechanismen. Nicht? Also du kannst sagen, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und wenn das passiert, dann kriegen wir es repariert. So, okay. Ne? Also dann sollte man vielleicht denken, warum ist so wahrscheinlich ist es passiert, ne? Aber wenn du es wieder repariert kriegst, alles fein. Wenn du aber zu dem Entschluss kommst, das ist irgendwie sehr kritisch, also wir gehen out of business, wenn das passiert und wir kriegen es nicht repariert, so dann muss man natürlich zurück ans Planungsbrett und sich entscheiden
und sich denken, ja, okay, wie können wir denn unsere Architektur verändern, dass wir vielleicht nicht bankrott gehen, wenn das passiert, weil wir es ja nicht fixen können. So. Und aus diesen sehr zerstörungswütigen Ideen sind halt auch sehr gute Recovery-Pläne entstanden. Ne? Also wir haben tatsächlich ein Playbook, wo drin steht, ja, shit, Produktions-GCP-Projekt verloren, sowas jetzt. So, also wie kriegt man das wieder recovered? So, dafür gibt es dann Playbooks. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Und wir kriegen es auch wieder gefixt. Das ist zwar sehr schmerzhaft, aber solche Dinge muss man halt reflektieren bei diesen Game Days. So, vielleicht, ich sollte fairerweise sagen, es sind nicht alle Sachen, die wir da besprechen, so stark auf Zerstörung aus. Es gibt auch subtilere oder beziehungsweise nicht so krass schlimme Sachen, die wir dort untersuchen. Aber ich wollte einmal so das Schlimmstmögliche highlighten. Okay. Unsere Canaries, von denen ich vorhin bei Maike schon mal gesprochen hatte. Wir lassen in jeder Umgebung, also in Produktion, in Staging, in Pre-Staging, in allen Dev-Environments, lassen wir Canary Databases und Chaos Monkeys laufen. Canary Databases sind Datenbanken, die haben jetzt nicht die höchste Priorität, also für die würden wir jetzt keinen Page rausschicken, wenn es denen nicht gut geht. Aber die laufen überall, also in jeder Region laufen bei uns Canary Databases. Und also interne Datenbanken, die keinem Kunden zugewiesen sind, im Endeffekt. Und zu jeder dieser Canary Databases haben wir einen Load Generator irgendwo laufen, der halt moderaten Lese- und Schreiblast gegen die Dinger laufen lässt. Und auf der anderen Seite haben wir einen Chaos Monkey, der halt wahlfrei irgendwelche Pods stoppt. Also jetzt nicht von Kundendatenbanken, sondern nur von speziell annotierten Datenbanken. Der stoppt halt wahlfrei irgendwelche Pods von diesen Containern. Pods von diesen Clustern. Oder der stoppt ab und zu auch in Produktion irgendwie den Operator, sodass wir halt lernen, dass der auch mal weg sein kann und dass der sich wieder recovert. Der stoppt auch zufälligerweise irgendwelche Monitoring Agents. Also der stoppt eigentlich wahlfrei alle Pods. Mehr oder weniger. Habt ihr den selber geschrieben oder gibt es da ein Tool, was du benutzen kannst? Diesen speziellen haben wir jetzt selber geschrieben. Weil der halt bestimmte Dinge respektieren soll, was er halt nicht anfassen soll. Es gibt auch von Netflix dieses Chaos Monkey Framework. Das da aus der Netflix-Ecke kommt dieser gesamte Chaos Monkey-Gedanke her. Das ist relativ groß, das kannst du relativ leicht auf GitHub finden, das von Netflix im Endeffekt. Da haben wir uns große Inspirationen geholt. Und was wir da halt gefunden haben, das war halt phänomenal. Also wir haben das Produkt Neo4j dadurch, dass wir halt zufälligen Chaos in diese Cluster gegeben haben, halt großartig verbessert. Weil wenn bestimmte, also in diesem Raft-Algorithmus zu bestimmten Lebenszyklen halt bestimmte Dinge halt einfach mal wegfliegen, dann sind die Kombinationsmöglichkeiten ja eigentlich unendlich, wenn du das vorher in den Integrationstest reinpacken möchtest. Dadurch, dass wir das aber dauernd laufen lassen, für weiß ich wie viel 100 Datenbanken, und wir ja zweimal die Woche mindestens ein Rolling Upgrade machen zu unseren Datenbanken, war die Chance halt sehr groß, dass zu allen möglichen Lebenszyklen einfach irgendwelche Pots mal zufällig wegfliegen. Und da wir dann ja auch lustigerweise dafür gepaged werden, also den Chaos Monkey, hat das natürlich auch eine sehr große Postmortem- und Debugging-Ding nach sich gezogen. So. Großartiges Learning, was wir gemacht haben. Nachdem wir einmal nachts dafür alertet wurden, haben wir das eingeschränkt, dass der Chaos Monkey nur noch von 9 bis 5 arbeitet. Weil wir wollen natürlich irgendwie nicht nachts dafür alertet werden, wenn wir selber für verantwortlich sind. Ist ja irgendwie blöd. Deswegen haben wir das dann irgendwie umgestellt. Ach so, habe ich vorhin auch vergessen zu sagen. Warum wir die On-Call-Rotation haben und nicht einfach durch verschiedene Zeitzonen abbilden, ist, dass das Engineering-Team halt einfach in Europa ist. Also alle unsere Engineers sind irgendwie in Europa, also Deutschland, Schweden oder England. Und deswegen haben wir halt diese Nachtbereitschaft, weil es gibt Zeitpunkte, wo alle Engineers schlafen. So, und dann wollen wir natürlich trotzdem das irgendwie reparieren. Es gibt auch Zeitpunkte, schlafen alle. Und deswegen wollten wir natürlich nicht, dass der Chaos Monkey uns dann halt wieder aufweckt. So, aber das großartiges Werkzeug, das hat so viele Fehlerfindung, den
Fehler zu finden so krass beschleunigt, dass wir das halt so unglaublich cool finden, dass wir das halt in allen Umgebungen machen mittlerweile. Aber so, ich glaube, so ist das vorletzte Thema oder vielleicht auch das letzte Thema schon. Ich glaube, wir sind ganz gut auf der Stunde unterwegs gerade. Wie shippen wir unser Zeug eigentlich? Also wie kriegen wir unseren Code eigentlich in Produktion? Und klar, wir haben das übliche Tralala, ne? Also du machst ein Pair auf, dann werden zuerst eine ganze Latte von Unit-Tests runtergefahren, dann gibt es eine ganze Ecke von End-to-End-Tests, also System-Integrationstests. Dann fahren wir einen Update-Test, also wir gucken für jeden PA, könnten wir eine Produktionsumgebung auf diesen neuen Change in dem PA quasi updaten und noch so ein paar andere Tests neben dran. Also klar, so dieses übliche Testing-Dings haben wir natürlich am Start. So. Aber es geht noch so ein bisschen weiter. Bei uns bekommt jeder Engineer und jede CI-Run bekommt ein eigenes Environment. Also wir haben ein Script, das heißt Environments, und dann könnte man sagen Environments create Johannes, und dann würde halt ein vollwertiges Aura-Installation gestartet werden. Da ist alles mit drin, von DNS bis GCP-Projekt, von AWS-Projekt mit allen Kubernetes-Clustern, der ganze Kram, was dazugehört. Und das ist halt ein Einzahler. Da passiert ganz viel und es dauert auch eine ganze Weile, bis das alles installiert ist, aber das ist relativ easy zu benutzen. Und auch jeder CI-Run, ne, also jeder End-to-End-Test oder Systemintegrationstest, den wir laufen lassen, wird in einem eigenen Environment abgefrühstückt, um halt den Change so nah an eine produktionsnahe Umgebung ranzukriegen, wie halt möglich. Wir haben aber drei, also die sind aber alle relativ flüchtig, ne? Also so mein Entwicklungsenvironment, so das fahre ich Freitag nachmittags wieder runter, weil ich will ja am Wochenende jetzt nicht dafür bezahlen, für meine Entwicklungsumgebung, weil es auch relativ kostenintensiv sind, diese Dinger. Das heißt, die sind relativ flüchtig. Aber wir haben drei permanente, also wir haben Pre-Staging, Staging und Production. Wenn man sich das SRE-Buch anguckt, dann haben die andere Namen dafür. Die nennen das Staging, Pre-Production und Production. Aber semantisch ist es 100% das Gleiche. Im Endeffekt hast du irgendein System, das wird bei jedem Commit neu, also nicht neu gebaut, sondern immer geupdatet mit jedem Commit. Und das ist bei uns Pre-Staging. Also jeder Commit, der bei uns auf Master landet, der würde halt einen Environments Update Command ausführen mit dem Change, der halt da committed wurde. Das ist also auch noch relativ häufig wird das geupdatet. Unser Staging Environment, das ist jetzt in der Hoheit von unserem SRE-Team. Nämlich zweimal die Woche haben wir Shipment Trains, die von SRE geowned werden, und die haben sich da auch so ein kleines Tool für geschrieben. Oh, fuck. Entschuldigung, wir sind ja hier kinderfreundlich und so. Mir ist leider mein Tee umgefallen. Egal, das kriegen wir hin. Dann wisch erstmal. Alles gut. Zweimal die Woche. Die haben sich so ein kleines Tool dafür geschrieben. Und was passiert ist, die gucken sich an, welche Commits quasi von dem letzten Team City Job, der nach Staging deployed hat, zum jetzigen Pre-Staging Job ist. Welche Commits waren da drin? Dann haben die halt ein Tool geschrieben, die das halt zu GitHub PRs matchen. Und dann haben die halt von GitHub Handle auf Slack Name auch wieder ein Mapping gemacht. Im Endeffekt, was bei rauskommt, die sagen halt, jo, alles klar, heute wollen wir auf Staging deployen. Dann wird der letzte Stand, der auf Pre-Staging ist, halt auf Staging geschippt. Also die drücken manuell den Knopf in unserem CI-Tool. Und dann werden alle Leute, die in PR in diesem Shipment hatten, in den Channel eingeladen. Also gibt es einen privaten Slack-Channel. Da wird dann für jeden halt gementiont, hey, Johannes, du musst diesen PR halt manuell verifizieren, dass der auf Staging genauso gut funktioniert, wie der halt auch bei dir lokal in deinem Umgebung getestet hat. Und wir haben einen New Joiner. Hallo Christian. Und so würden wir halt sicherstellen, dass halt bei jedem Shipment, was wir zu Staging machen, halt eine manuelle Verifikation mit dabei ist, dass der Engineer, der halt den Change verantwortet hat, halt im Endeffekt auch nachher dann guckt, dass das in Staging genauso funktioniert, wie es halt zu funktionieren hat. Das heißt, wir haben da irgendwie keine Quality Gates mit PM oder Tralala oder so. Das ist bei uns ein reiner Engineering-Check, dass wir halt technisch verifizieren, dass das halt manuell
verifizieren, dass das genau das ist, was wir halt auch in unserer Umgebung gesehen haben. Der Hintergrund für diesen manuellen Check ist, dass wir unsere DNS-Namen leicht unterschiedlich haben. Also du kriegst halt in Dev-Environments, Pre-Staging und Staging nicht 100% identisch. Und deswegen haben wir halt diesen manuellen Verifikationsschritt halt eingeführt als Quality Gate für uns, damit wir halt als Entwickler nochmal verifizieren, dass das halt auch deployed mit den anderen Changes halt noch genauso gut funktioniert, wie es halt auch bei uns lokal funktioniert hat. Oder was? In unserem Environment, was unser lokaler Endeffekt ist. Was macht ihr, wenn das nicht so ist? Wird dann fix gemacht oder ist das Release dann auf Hold oder wie kann ich mir das vorstellen? Das kommt, also wie soll ich das jetzt politisch formulieren? Also ich bin, ich mache manchmal solche Changes, die Probleme bereiten können. Im Endeffekt haben wir verschiedene Szenarien beziehungsweise verschiedene Playbooks, wie wir damit umgehen. Also es kommt drauf an. Ist es etwas, was man manuell fixen kann? Zum Beispiel hatte ich einmal ein Feature ausgerollt, das auf Cores basiert hatte, dass man halt direkt zu einem Google-Bucket was hochladen kann. Direkt als Client aus. Ne? Du stell dir vor, du bist in deiner UI und sagst dir so, oh, voll cool, ich möchte jetzt gerne mein lokales Backup in meine Aura-Instanz reinladen. So. Das habe ich getestet. Ich hatte aber dieses DNS-Name-Dingsi nicht mit bedacht, dass halt unsere DNS-Namen für Produktion halt ein bisschen anders zusammengebaut werden als für Staging und Dev. Und dann hat halt einmal dieses Course, also dieses, ne, dass du in deinem Browser was hochladen kannst zu einer anderen Domain, hat halt nicht mehr zu dieser Domain gepasst, weil meine Berechnung halt nicht richtig war. Ja. So, und da hatten wir natürlich jetzt die Risikoabwertung. Canceln wir jetzt den Release? Machen wir den Release plus, also wir machen jetzt Release Branches, machen wir halt einen Hotfix mit in diesen Release Branch, in dieses Shipment halt noch mit rein. Oder, also canceln, fixen, oder können wir es manuell richten? Und hier war es halt so, man konnte halt einfach, also ich hatte halt so ein Migrationsskript geschrieben, was halt einfach diesen Google-Bucket halt, dieses korrekte Course halt hinter konfigurieren sollte, hat halt falsch gemacht, aber man konnte den Command halt auf der Konsole ausführen und also halt Staging und Produktion quasi fixen. Also wir haben halt deployed, haben halt dann den Fix manuell gemacht. Und ich habe halt währenddessen ein PA aufgemacht, um das gesamte Skript halt irgendwie wieder ganz zu machen. Ne? Ja. Okay. Und das sind so, das sind halt so Sachen, ja, die passieren halt. Ne? Und dann muss man halt gucken, cancelt man halt den Release? Ne? Also wir haben es in Staging gekriegt. Das war halt der gute Punkt. Durch diese manuelle Verifikation haben wir es halt in Staging gefangen. Und man muss halt gucken, willst du es halt canceln, willst du halt einen Hotfix machen oder kannst du es halt irgendwie anders auf die Kette kriegen. Ne? Wir haben alle Varianten schon gemacht. Also wir haben schon gecancelt, wir haben schon einen Hotfix gemacht und wir haben es halt auch schon manuell irgendwie gerettet, sozusagen. Ne? Ich glaube, das war es eigentlich schon so ziemlich zu diesem Thema. Ach genau, hier ist es nochmal. Ne? Wir releasen üblicherweise zweimal die Woche. Wir releasen nicht freitags zur Produktion. Haben wir auch gelernt in der Zwischenzeit. Das ist ein Weekend, was dann Fakt ist, einfach weil man. Nee, also ein Wochenende hat, glaube ich, bei uns noch nie jemand irgendwie großartig schwitzen müssen, aber es war halt so, dass du halt, wenn du irgendwie Freitag ein Release machst, Freitagmorgens den beginnst und du merkst dann irgendwie so zur Mittagszeit, boah Leute, ich glaube, das wird nicht gut, dann ist es halt irgendwie, dann ist halt die Aussicht, das Wochenende zu vergeigen, halt nicht so sonderlich prickelnd. Ja, und auch immer so schön ist dieses, ich bin dann schon mal am Wochenende, also dieser Commit and Run und dann sitzt man da und dann Kram noch von anderen Leuten gerade ziehen, damit das so geht. Ja, na gut, durch diesen zweiphasigen Prozess, auch mit Pre-Staging und so, haben wir das eigentlich nie. Ne? Also so eine typische Durchlaufzeit, das schnellste, wenn du es wirklich richtig krass abpasst mit dem Train zu Pre-Staging, dass der dann gerade rechtzeitig fertig ist, dass der halt dann in Staging weiterwandern könnte, wäre, glaube ich, das schnellste von Commit bis Produktion, glaube ich, 3,5 Tage irgendwie so, oder 3 oder 4 Tage. Okay. Also da ist schon Versatz mit drin. Ja, ist auch gut. Aber worauf wollte ich hinaus? Ja, also willst du nicht machen. Willst du einfach keinen in die Situation bringen, dass der halt irgendwie schnell versucht, fertig zu werden, weil er halt Angst hat, sein Wochenende halt irgendwie zu opfern. Ja, ja. So. Da gibt's halt auch eine andere Bewegung. Ne? Also da gibt es halt aber auch die Hardcore-SRE-Bewegung, die dann sagt,
naja, wer sich nicht traut, freitags zu releasen, hat sein Tooling nicht im Griff. Wo ich mir denke so, okay, ja, ich weiß, also ich verstehe den Aspekt, den Sie meinen, aber ich finde Freitag, späten Nachmittag ein Release zu fahren, ist meistens so, ja, okay, das Wochenende, da kann das Tooling noch so gut sein und sonst was. Es passiert dann immer, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Also ich finde auch immer eher so Dienstag, Mittwoch Release, das finde ich entspannter. Dann habe ich noch den Rest der Woche, um nochmal gegenzutreten oder sonst was. Ja. Ja. Also was wir gemacht haben, dass wir halt auf Staging gehen. Am Donnerstag. So, oder am Freitag. Freitag Staging ist auch noch okay, glaube ich. Dann hat das Wochenende Zeit, sich auf Staging irgendwie einzurappeln, wenn man da irgendwie mit dem Canary was findet. Nice. Gut gemacht. Dann kann man halt Montag dann frisch die Woche starten mit einem Produktionsrelease oder so. Ja. Das machen wir halt relativ häufig so, ne? Ja. Ich auch mit. Jo. Ja, so bringen wir unser Zeug eigentlich in Produktion. Lass mal gucken. Gut, es gibt noch so viele Sachen, über die wir noch weiterreden könnten. Ne? Wir könnten irgendwie uns über diese Error-Budgets unterhalten bis zur Kotzgrenze. Was ich ganz cool finde, sind so Daily-Checks und Weekly-Checks, die wir machen, um halt so, also wir kriegen jetzt mittlerweile auch automatisiertes Reporting, also es ist nicht mehr so, dass wir irgendwie durch 12 Datadog-Dashboards durchwarten müssen, um diese Informationen zu kriegen, dass unser SRE-Team halt so tägliche Routinen hat, wo sie halt gucken, so einen täglichen Sanity-Check quasi durchzukriegen. So, das finde ich relativ beachtlich. Das finde ich immer relativ spannend. Da haben wir auch schon Fehler gefunden, also Memory-Leaks oder potenzielle Memory-Leaks in unserem Operator zum Beispiel. Also das war nicht verkehrt so. Mhm. Oder wie unser SRE-Team versucht halt Toil zu eliminieren. Also Toil ist im Endeffekt auch nur ein fancy Begriff aus der SRE-Sprechweise, um Aufwand zu beschreiben, den man machen muss, aber der keinen dauerhaften Mehrwert für das Produkt bietet. Also manuelle Arbeit, um Probleme zu fixen, die man vielleicht auch einfach automatisiert haben könnte. Mhm. Und da haben wir halt, gut, das musst du halt gegen Features gegenwerten. Da musste man halt mit PM kommunizieren, welcher manuelle Aufwand halt okay ist und ab welcher Schmerzgrenze man da sagt, okay, gut, also das akzeptieren wir nicht mehr, das muss jetzt irgendwie halt geändert werden. Ne? Ja, auch so wiederholende Aufgaben bestimmt. Ne? Also das immer jetzt, ich nenne das immer Affenarbeit, wie du mich kennst. Ne? Also das ist so Arbeit, wo du dir denkst, da kannst du auch einen interessierten Affen vor die Tastatur setzen, der macht das auch 10-mal besser und schneller, ja, weil der schlauer ist als ich. Aber das sind immer so Aufgaben, die versuche ich manchmal einfach, also meistens dann auch relativ schnell einfach loszuwerden, indem ich mir ein Tooling schreibe oder was machen lasse. Genau. Diese manuellen, wiederholenden langweiligen Aufgaben, die versuchen wir halt dann in Agenten zu kippen, die sich halt dann automatisch darum kümmern. Ne? Oder was ich auch ganz cool fand, Autoscaling. Also ja, wir haben Autoscaling überall in dem gesamten Ding. Also wenn da ein Kunde meint, ich möchte jetzt irgendwie 2000 Datenbanken starten in einer Region, dann wird das wahrscheinlich auch so funktionieren. Gut, das wird sehr schmerzhaft für die Kreditkarte des Kunden, aber das würde klappen. Die muss fest im Tresor eingesperrt werden. Also hochskalieren ist relativ einfach, aber wie kriegt man den ganzen Krempel eigentlich wieder runterskaliert? Sicher, ne? Und da machen wir relativ viele Sachen. Der Operator inspiziert die Cluster halt relativ genau, um Kubernetes halt in diesem Autoscaling-Mechanismus zu unterstützen. Aber das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis wir das sicher auf die Reihe gekriegt haben. Wie ist denn das bei euch da mit Data Storage? Du hast es ja ganz oft so, dass du so Datenbanken relativ einfach upscalen kannst, also was so CPU und Memory und Stuff so betrifft, aber das Problem ist ja, wenn der Plattenplatz immer mal allokiert ist, ne? Also bei der Azure zum Beispiel hast du das ja ganz oft, dann kannst du nicht mehr runterskalieren, weil einfach die Platte voll ist, aber du möchtest zum Beispiel irgendwie einfach die CPU oder die Memory runterskalieren. Geht das irgendwie auch bei euch so? Also Großartige Frage. Kann ich dir ein Lied von singen? Also du kriegst bei uns, versprechen wir unseren Kunden, kriegst du immer doppelt so viel Plattenplatz, wie du Memory hast. Ne, also du kannst bei uns kaufen, 1 Gig Memory Cluster, 2 Gig Memory Cluster, ich glaube in dem Self-Serve-Bereich bis 64 Gig oder vielleicht sogar 128, keine Ahnung, irgendwie so die Größenordnung kannst du kaufen. Und wir garantieren dir, dass du mindestens das Doppelte an Festplatte hast. Kann natürlich sein, hast eine große Instanz, 64 Gig, bekommst 128 SSD dazu, machst die voll und denkst dir so, ja, nice,
habe jetzt viel Platte, skaliere ich mal runter. Dann hast du das, die gleiche Garantie ja eigentlich nicht mehr. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Feature jetzt tatsächlich bis ganz nach vorne ausgerollt haben. Aber wir erkennen das. Also bei so einem Downscaling-Request würde unsere User-Facing-App halt sehen, hier, pass mal auf, deine Datenhaltung ist zu groß zum Runterskalieren. Und dann ist die Ideallösung natürlich, dass man irgendwie sowas kriegt wie, na, du hast halt irgendwie eine, also, dass es halt nicht akzeptiert wird, dass du nicht runterskaliert wirst, weil wohin mit den ganzen Daten, ne? Also die passt halt nicht auf die kleine Disk drauf. Und dass der Kunde halt dann Zeit kriegt, irgendwie zu überdenken, was er eigentlich gerne hätte. Eine kleinere Instanz für weniger stündliche Kosten oder halt genügend Plattenplatz. Ja. Bei uns ist aber halt leider nicht so, dass es entkoppelt ist. Also Okay. Bei uns ist halt Plattenplatz nicht entkoppelt von Memory, beziehungsweise sogar CPU ist basierend von einer Kalkulationsformel, die wir halt vorgegeben haben, irgendwie für den Kunden vorbestimmt, wie viel echten CPU er halt kriegt für welche Memory-Konfiguration. Ja. Und kann man auch so Downtimes bei euch buchen? Also ich meine, ich habe jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, mir so eine Datenbank irgendwie geschossen. Das ist ja auch oft so eine Sache, die hast und die Kreditkarte glüht, aber eigentlich müsste die irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden am Tag glühen, weil ich das Ding oder irgendwelche Calculation-Scheiße brauche und danach kann sie eigentlich wieder runtergefahren werden. Geht das auch, dass ich sagen kann, so, also das Ding möchte ich irgendwie, ich weiß nicht, wie man das sagt, also sagt man da on-premise oder sowas, also dass ich sage, von 12 bis 14 Uhr ist das Ding da und danach fährt sie runtergefahren oder ist die immer da? Also momentan ist sie immer da. Aber du sprichst, glaube ich, 2 Features an, die wir für dieses Jahr auf der Roadmap haben. Also das erste ist, also wir haben keine User-Facing-API momentan, wo man sowas programmatisch machen könnte. Mhm. Also die erste Idee, wenn du sagst, okay, ich möchte nur 2 Stunden am Tag haben, wäre für mich, ja, okay, du kriegst eine neue Datenbank, du kriegst halt einen neuen DNS-Name für deine Datenbank. Mhm. Dann lädst du ein Backup rein oder weiß der Teufel, wie du deine Daten initialisiert bekommst. Mhm. Dann machst du deine Berechnung und fährst sie danach halt wieder runter. Mhm. Dann machst halt ein Backup, wieder halt ne, ein End-Backup und das kannst du dann runterladen. Ne? Ja. Das würde mit einer programmatischen API halt wunderbar funktionieren. Ne? Ja. Ja, das ist ein Feature, das haben wir für dieses Jahr auf der Roadmap. Ein anderes Feature, was man vielleicht dafür auch benutzen könnte, wäre Pausing. Ne? Du sagst, du gehst hin und sagst, okay, ich habe jetzt meine Datenbank benutzt, ich möchte jetzt pausieren. Genau. Und das ist auch auf der Roadmap. Also wir würden dir wahrscheinlich immer noch einen kleinen Betrag in Rechnung stellen für die Stunden, wo eine Datenbank pausiert ist, weil wir dein Data vorhalten, ne? deine Datenhaltung, aber halt signifikant weniger, als wenn du halt deinen Computer auch noch hochskaliert hättest. Ne? Mhm. Das ist Feedback, das kriegen wir viel von Kunden, dass sie gerne ihre Datenbank pausieren möchten. Ja, deswegen, so, ne? Die Leute gehen irgendwie in die Cloud, die Kunden, also ne, habe ich ja bei unseren Kunden auch und dann machen sie mal an den Taschenrechner an. Ich meine, das ist meistens schon günstig, aber es ist nicht so viel günstiger, als man sich dann erhofft, ne? Weil ich meine, klar, wenn der Pod läuft und Strom verbraucht, dann verbraucht der Strom und irgendjemand muss den Strom auch bezahlen für den Cloud-Betreiber. Ne? Ja. Genau, ja. Und das haben halt sehr, sehr viele Kunden angefragt, deswegen bauen wir das jetzt auch dieses Jahr. Mhm. Ja, also ich könnte es natürlich so romantisch stehen lassen, dass wir das bauen, weil das so viele Kunden angefragt haben. Stimmt auch. Aber das, was es in der Prioritätsskala bei unserem Produktmanagement so exorbitant nach oben katapultiert hat, dieses Feature, war natürlich auch für unsere Kunden. Wir wollen alle nur das Beste für unsere Kunden. Aber ich hatte vorhin von dem Free-Tier gesprochen. Und die Free-Tier, hatte ich ja gesagt, die behältst du so lange, wie du halt Traffic dagegen laufen lässt. Und was wir halt bei Free Tier machen, keine Ahnung, was für eine Metrik das am Ende sein wird, aber wahrscheinlich sowas wie, wenn du halt 5 Tage keinen Cypher dagegen gefahren hast, dann pausieren wir die Datenbank halt für dich. Ja. Und dann schicken wir dir eine E-Mail und dann sagen wir halt hier, geehrter Kunde, du hast deine Free-Datenbank irgendwie seit 4 Tagen nicht benutzt. Du hast jetzt nochmal 3 Tage. Wenn du dich wieder einloggst und sagst, du möchtest sie gerne weiter benutzen, cool, kannst du weiter benutzen, ansonsten würden wir die halt für dich wegräumen. Kommt die Lohnfrage. Genau, und das ist halt, das war halt ein weiterer Grund, warum so ein Pausing-Feature halt unglaublich sinnvoll ist für alle Beteiligten. Ne? Also sowohl für die Kunden, damit die Kunden halt Geld sparen, aber auch halt auch für uns, damit wir halt auch Geld sparen für ein Angebot, was wir halt eh für lau halt raushauen. Ne?
Ja, dann hätte ich noch eine Frage, Schatzi. Wie sieht denn das aus? Also lauft ihr jetzt nur in irgendeiner Kubernetes-Cloud oder kann ich mir das aussuchen, wo das läuft? Also dass ich sagen kann, nee, ich traue jetzt nur dem Verein aus Redmond, aber das muss auch irgendwie hier in Frankfurt gehostet werden. Das heißt, ich kann es ja, gibt es ja 10.000 Möglichkeiten oder... Ja, hervorragend. Also momentan kannst du dir, glaube ich, also momentan, wenn du in Self-Serve reingehst, also Neo4j.io, kannst du momentan nur Google Cloud auswählen. Du hast die Wahl zwischen 10 Regionen, also du hast irgendwie Belgium, du hast irgendwie Frankfurt, du hast UK, du hast dann 4 in US, Taiwan, Taiwan, Hongkong und irgendwo anders noch. Das ist aber auch eine Liste, die sich ständig erweitert, basierend halt auf Nachfragen, wo halt Kunden gerne ihre Datenbanken hätten. Und wir versuchen, die halt so nah an unsere Kunden zu kriegen wie möglich. Es wird aber relativ bald auch so sein, dass man den Cloud-Vendor sich halt aussuchen kann. Also der nächste, also der Grund, warum wir zu GCP gegangen sind, war halt, weil wir 2018 halt angefangen haben und ein Managed Kubernetes brauchten, weil wir nicht das Team haben, um selber Kubernetes zu betreiben in dem Skalierungsumfang, wie wir das gerne hätten. Und das Angebot von Google war halt einfach um Lichtjahre besser damals von Google. Wir haben uns letztes Jahr herangetraut, dass wir AWS auch angehen. Und unser AWS-Angebot ist momentan auch verfügbar, halt allerdings nur für diesen Enterprise-Bereich, weil wir da halt gerne erstmal mit einem kleineren Bereich von Kunden arbeiten wollen, um halt zu gucken, ob unsere AWS-Implementierung halt gut funktioniert. Und da unsere Enterprise-Kunden üblicherweise halt auch ein bisschen mehr Handhalten oder manuelle Arbeit von SRE quasi buchen können, durch das Auftragsvolumen einfach, können wir es halt dort auch rechtfertigen, dass wir halt sehr, wenn was kaputt geht, halt das halt auch mit manueller Arbeit quasi reparieren und nicht sofort in die 100er Datenbankenbereichen rauskalieren. Aber wenn sich das jetzt gut bewährt, steht einem Self-Serve-Betrieb von AWS auch nichts mehr entgegen. Was dann vielleicht, jetzt nicht vielleicht Mitte diesen Jahres ist, sondern vielleicht im Herbst oder irgendwie sowas. Ja, hat mich nur interessiert, ob das schon einfach cloud-übergreifend ist, also Vendor-übergreifend, oder ob ihr euch auf einen Vendor eingeschossen habt. Ja, ja, also wir haben schon Datenbanken auf AWS laufen, ja. Und habt ihr auch was mit Redmond vor oder ist das für euch nicht interessant? Also ich meine, ich frage dann immer so, weil das ist ja immer so. Ja, also Azure wird auch häufig nachgefragt. Das ist auch auf der Roadmap für die vorhersehbare Zukunft. Hat aber noch kein finales Enddatum draufgesteckt, was man jetzt kommunizieren könnte. Aber das wird auch irgendwann kommen. Ja. Also die Nachfrage nach AWS-Clustern war gigantisch. Okay. Die von Azure war auch sehr, sehr groß. Also da wollen auch viele Leute ihre Datenbanken haben letztendlich. Ja, finde ich immer so erstaunlich, weil das ist so, also wenn ich mich so bei mir so umgucke und sowas, das, was diesen Kubernetes-Kram antrifft, also ins, egal, Cloud ist eigentlich meistens erstmal Azure und danach kommt AWS. Und das Google-Zeug ist also so von den Anfragen so auch auf was bei den Leuten auf dem Schirm ist total weit hinten abgeschlagen. Ich meine, ich auch denke, naja, also wenn du eine Kubernetes-Cluster betreiben willst, warum nimmst du die nicht von Google? Die haben den Kram miterfunden. Also da kommt das eigentlich her. Also das war unsere Denke. Also was wir aktuell haben, gut, du musst halt natürlich, also was wir versuchen, dem entgegen, also das Problem, was man natürlich da adressieren möchte, ist die Latenz zwischen Datenbank und Applikation. Wo wir große Erfolge mit gemacht haben, diese Latenz so weit runterzudrücken wie möglich, ist halt eine Region zu finden in GCP, die halt der Region von den Kunden halt sehr, sehr nahe ist. Mhm. Also wenn die halt irgendwie in Belgium gehostet werden, dann ist das Rechenzentrum von Google jetzt nicht so krass weit weg von dem von Amazon. Und da kann man halt sehr große Latenzvorteile gewinnen im Vergleich zu, wenn man jetzt ein Cluster irgendwie in UK startet oder so. Ne? Ja. Wenn man halt in der gleichen Cloud ist, also gerade im Enterprise-Bereich, hat man natürlich dann nochmal irgendwie coolere Möglichkeiten, wie diese ganze Virtual Private Cloud-Ecke, wo man dann quasi das komplett vom Public Internet abkapselt und den Datenbanken wie auch den Applikationen vorlügt, dass die im gleichen Network seien. Das ist auch so ein Ding, was super populär ist und super häufig angefragt wird.
Das ist auch, was wir meistens bei unseren Kunden haben. Ne? Macht ihr, wenn du sagst, ihr habt VPC oder bietet das an, auch, und sagen wir mal, ich bin VPC-Kunde und ich mache, ihr macht Datadog-Monitoring und reagiert, ich habe leider den Anfang verpasst, tut mir leid, ihr reagiert wahrscheinlich auch, wenn ihr Datadog macht, auf Datadog-Monitoring, Alerting, wie auch immer. Ja. Vielleicht tun wir das einfach mal so, stellen wir mal so hysterisch in den Raum. Sagen wir mal, es würde jetzt ein Alert kommen, das Ding steht aber, wenn so eine Cloud-Datenbank irgendwie reagieren soll und sich reparieren soll, man muss das irgendwie antriggern aus dem Alerting heraus und das steht aber in so einem VPC drin. Wie? Ah, ja. Also was ich meine ist quasi, oder wenn das irgendwie abgekapselt ist letztendlich, ist die Frage auch des Monitorings an sich. Also wenn man Datadog und sowas wie Synthetics benutzt oder sowas, ja, muss das ja irgend so ein Agent rein. Das würde aber heißen, der Kunde müsste ein Agent installieren für euer Datadog. Ach so, nee. Also was bei dem VPC-Pairing ja passiert ist, du einigst dich ja vorher mit dem Kunden einfach nur über IP-Ranges. Das heißt, ein bestimmter Bereich von den IPs ist halt für dich reserviert, ein anderer Bereich ist halt für den Kunden reserviert und dann gibt es eine ganze große Latte von IP-Table-Magie in der Mitte, die quasi beiden Netzwerken vorgaukeln, dass sie quasi in einem Network-Room werden. Und das funktioniert, also wenn du halt irgendwie Google heißt es, glaube ich, Private Link oder Amazon heißt es Private Link, irgendwie so, da sagst du einfach nur, jo, hier ist mein Ziel oder das von uns. Und dann muss man so ein paar Austauschdinge machen mit dem Kunden und dann knödelt sich das so zusammen. So, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas in die Infrastruktur von unseren Kunden deployen würden oder irgendwie sowas. Das machen wir nicht. Nee, das sind diese Virtual Private Cloud-Dinger, das ist relativ spannend. Das ist im Endeffekt nur IP-Table-Regeln, die quasi einem Projekt von dir und einem Projekt vom Kunden vorgaukeln, dass die irgendwie zusammen wären. Aber die können natürlich, also da laufen natürlich alle unsere Monitoring-Agents ganz normal. Unsere ganzen Datadog-Agents, die laufen auch alle ganz normal und würden das ganz normale Monitoring und Reporting natürlich auch so machen wie in allen anderen Umgebungen auch. Ja, ich hab das tatsächlich so verstanden, dass man sich vielleicht auch in seinem eigenen Private-Clown-Abschnitt sich das irgendwie zusammenklickern kann oder so. Ach so, nee. Also nicht mit Aura. Also, ja. Du kannst natürlich zu Neo4j gehen und sagen, hey, guck mal, ich möchte eine Neo4j-Datenbank in meiner eigenen Cloud irgendwie installiert bekommen. Kriegst du auch, aber wird halt ein anderes Team machen. Also würde nicht von Aura, dem Aura-Team betrieben werden. Okay. Das habe ich schon gesagt, wenn ihr Datadog-Monitoring macht, vielleicht auch Alerting macht, macht ihr sowas, dass ihr an so einer, also du hast darüber gesprochen auch, dass sich eine Datenbank vielleicht auch von alleine repariert? Ist das einfach Kubernetes-Mechanismus, dass man sagt, hier, da ist ein Health-Check, der ist kaputt, starte irgendwas neu? Oder macht ihr da tatsächlich auch so etwas, wie soll ich sagen, diffizilere Dinge wie starte, sagen wir mal, es kommt irgendein Alert bei, nehmen wir es mal hypothetisch, Datadog Alerting Monitoring, wie auch immer das getriggert wird, ja, und dann kann ich ja auch einen Webhook aufrufen, wo ich auch sagen könnte, hey, Datenbank, geh mal zum Repair-Endpoint und sag Hallo. Anstatt zu sagen, start die Datenbank neu. Ja, nee. Auf Datadog hat, also das ist momentan eine Einbahnstraße. Also Datadog würde jetzt keine Hooks wieder zurückhaben in irgendeine Applikationslogik. Das haben wir nicht. Was wir aber haben, wir haben einen Operator, der läuft in unseren Kubernetes-Clustern, der wie so eine Vogelperspektive auf die Cluster hat. Und was wir aber sehr wohl tun ist, also Neo4j hat einen sehr feingranularen Cluster-Status Health Endpoint, wo drin sehr viele Informationen drin sind. Da steht drin, für jede Instanz, wo die Instanz denkt, dass die Member von seinem Cluster sind, wie die heißen, über was für DNS-Namen die erreichbar sind und so weiter und so fort. Und wer auch der Leader ist. Und wenn man das jetzt von außen beobachtet und sich das von allen Membern von seinem Cluster anguckt, dann tun wir halt in jeder Reconciliation Loop halt vergleichen, ob die alle denken, dass der gleiche Typ der Leader ist. Oder ob die halt alle denken, dass die in dem gleichen Cluster drin sind. Oder ob das Cluster sich vielleicht in gesplittet hat. So, das ist jetzt bei 3 Clustern, was die häufigste Konstellation außerhalb von so einem Upgrade ist, relativ unüblich, weil wenn jemand halt, na, du kannst ja nur 3.0 oder 2.1 machen, ne? Und der Einzelne, 1.1.1, ja, das würde auch gehen.
Aber Neo4j würde halt nicht auf die Idee kommen, wenn es halt nur ein einziger ist, dass es halt ein neues Cluster initiiert, weil er halt weiß, okay, ich war historisch bedingt in diesem Cluster drin, also bin ich jetzt nicht in dieser Bootstrap-Phase, sondern eher in der Join-Phase. Und dann, gut, es kann auch ein Bug sein, ne? Kann halt durch verschiedenste Sachen halt auch initiiert werden, dass der eine Typ halt wartet und in dieser Join-Phase ist. Hatten wir sogar auch schon. Da war halt ein Cluster über längere Zeit halt nur available und nicht for torrent. Also der eine Knoten dachte halt, oh, ich muss ein neues Cluster machen, ich starte jetzt mal und warte auf die anderen. Und die anderen beiden, die haben halt gesagt, jo, nice. Wir haben aber unsere Mehrheit, wir können halt normal operieren. Was wir gemacht haben, also klar, wir haben dann irgendwann ein Page gekriegt, ne? Oder eine Notification. Aber unser Operator halt als Postmortem-Item, nachdem wir halt über diesen Incident gesprochen haben, haben wir halt gemerkt, naja, wir könnten diese Situation halt auch einfach, wenn wir eh alle Cluster-Status-Endpunkte abgreifen, jede n Sekunden, könnten wir halt auch eigentlich checken, ob der, in welcher Phase der ist und das mit unserer Phase abgleichen, in der wir denken, wo das Cluster ist. Und wenn der halt in die falsche Richtung gelaufen ist, ja, dann muss der halt weg und muss halt ein neuer her, ne? Also da, also diese Art von Vorgehen würden wir eher wählen, anstelle dann halt über das Alerting wieder zurück ja, klar, ja. zu funken. Ja, also machen wir auch nicht. Wir machen auch Datadog für Alerting, Monitoring und so, aber wäre tatsächlich einfach nur so eine Interessefrage gewesen, ob man das direkt so, weil da waren wir schon mal am Rumspielen bei Dollar komisch als Fehlerzustand zu überlegen, bevor ich mir eine Mail schreibe und dann macht der Dude eh nur irgendeinen, klickt einen Job an, das ist der magische Repair-Job, könnte halt auch der Datadog irgendwo diesen Job ausführen oder triggern oder sowas, ja. Wie auch immer das dann zurückwandert, ja, also ob das direkt an der App geht oder über GitHub oder wo auch immer du deine Builds machst oder deine Jobs laufen lässt. Das heißt aber quasi, der Operator, der hat für euch so die, ich sag mal so, die Wahrheit, die im Cluster sein soll. Und ihr benutzt keinen Mechanismus innerhalb des Clusters, wie sich irgendwelche Nodes gegenseitig ausbalancieren könnten oder retten könnten. Also wenn du sagst, ich muss einen neuen Cluster starten, wäre die Frage, sagt ihm der Operator sowas? Oder ist das, also, ich kenne leider auch zu wenig Neo, wäre auch die Frage, kann die von sich aus. Nee, Neo ist anders designt. Also Neo ist von Grund auf als Last Man Standing designt worden. Also wenn man sich historisch die Kunden von uns anschaut, dann haben die meistens das teuerste Blech gekauft, was man für Geld bekommen kann. Und die gingen alle Gazillionen Jahre einmal offline wegen dem Hardwarefehler. Und auf dieser Prämisse ist halt Neo sehr lange gelaufen. Diese Annahmen haben wir ein bisschen kaputt gemacht, muss ich gestehen. Aber dadurch, dass halt diese Prämisse sehr, sehr lange da war, war der Gedanke Last Man Standing. Also wenn alle meine Buddies wegbrechen in meinem laufenden Cluster, dann kann ich ja nicht mehr schreiben, ne? Weil ich verliere die Mehrheit, ich kann nicht mehr dieses Quorum erfüllen und ich kann nur noch lesende Anfragen bearbeiten quasi. Aber das macht Neo. Also Neo würde so lange lesende Anfragen bearbeiten, bis der Strom ausgeht. Also egal, wie viel da wegfallen. So, das ist die Designprämisse. So, das ist uns einmal auf die Füße gefallen, weil wir haben Health-Checks gemacht. Also wir haben Kubernetes-Health-Checks benutzt und dachten so, ja, alles klar, wenn der Bolt, also Bolt heißt dieses Binärprotokoll, um mit der Datenbank zu sprechen, wenn das noch reagiert, dann muss es der Datenbank ja gut gehen. Ja, der ging es halt immer gut, weil die immer halt auf diesen Port reagiert hat, weil die halt immer lesend weitergeschrieben hat. Deswegen haben wir uns halt sehr lange gefragt, warum halt bestimmte Pods halt auch einfach nie neu gestartet werden, wo wir doch von außen, der Operator, klar gelockt hat, dass der Pod weg kann. Ne? Und die Story haben wir schon mal besprochen, glaube ich. Ja, genau. deswegen haben wir das halt umgebaut, dass wir halt unser Health-Checking, also ja, wir benutzen immer noch Kubernetes Live News Probes, aber wir benutzen nicht mehr irgendwie so primitive Live-Nils-Probes, sondern, also, ja, wir haben Health-Checking, wenn ich ehrlich bin, auf zwei Ebenen. Also einmal diese Live-Nils-Probes, wo wir gucken, okay, ist das Ding noch da? Ist es in dem Cluster drin und spricht es auch irgendein Cluster oder denkt es, ist es alleine? Und dann haben wir das auf der Operator-Ebene aber auch nochmal, der jede Reconciliation quasi so diesen Vogel-Perspektiven-Abgleich macht, um zu gucken, ey, gibt es denn einen, der sich irgendwie anders verhält als die anderen und müssten wir den vielleicht ersetzen durch einen neuen quasi?
Okay, cool, wir waren relativ lange bei diesen, wir können so viel über andere Dinge noch reden. Ich glaube, wir haben auch noch ganz viel über ganz viele andere Dinge geredet. vielen Dank für die sehr zweiseitige Konversation. Ist ja nicht immer so bei so Livestreams, ne? Das war sehr erfrischend. Vielen Dank dafür. Ja klar, versuche ich auch mal einzurichten, weil das ist, ich glaube, also ich bin als Speaker irgendwann an die Birne kriegen, wenn ich immer nur mit meinem Monitor reden würde. Und ich freue mich dann immer, wenn andere Leute dann auch da was dazwischen quatschen. Ja, will ja nicht mit sich selbst reden, ne? Ja, auch wenn du bei YouTube im Chat, der ist halt so verzögert. Also ich hab hier auch schon eine Runde gemacht vor 2-3 Monaten und ich habe gesagt, ja, ich kann das alles selber, ich mache YouTube. Weil ich es auch mal ausprobieren wollte und das ist halt echt so, du guckst halt auf deinen anderen Rechner die ganze Zeit und dann bist du am Labern und 20 Sekunden später kommt die Frage. Und dann, ja. Und ich bin immer dann so, oh Eichhörnchen, so raus, alles weg. Ja, kenne ich auch. Das ist auch mal so als Moderator, dass du mir dann in den Chat guckst und denkst so, okay, er redet jetzt gerade, mal gucken, ob er in so, ja, jetzt kommt eine Frage von den 3 Slides davor. Ich muss gestehen, ich habe nicht in den Chat reingeguckt. Gab es denn Fragen zu denen, die wir noch nicht beantwortet haben? Nee. Okay. Ich habe einfach dazwischen gelabert. Da kenne ich keine Rücksicht. Nice. Aber ein paar spannende Themen, die ich an ein paar andere Leute weitergeben werde, weil seine Erfahrung hier mit Service Level und Monitoring und besonders Chaos Monkeys und etc. fand ich sehr interessant, wo man wirklich so einen Betrieb verbessern kann. Ja, also ich mache das halt eigentlich auch Spaß. Ne? Also wir haben für unser Self-Serve-Bereich irgendwie Datenbanken im guten Tausender-Bereich. Die wir da am Laufen lassen. Das ist ein relativ großer Apparat, den wir da betreiben und das rechtfertigt halt auch viele diese Dinge, die wir machen, um sicher zu gehen, dass wir den Laden halt nicht vor die Wand fahren. Ne? Ja. Dann würde ich jetzt erstmal offiziell mich bedanken und den Livestream enden lassen, Johannes. Danach kann man ja gerne noch dich weiter voll quatschen. Ja, sehr gerne. Ich habe unanständige Sachen in dich fragen, weil es ja dann nicht PG-13 ist. Das können wir gerne alles dann besprechen, wenn wir diesen Livestream beendet haben. Ja. Würde ich das stören? So werde ich.